Ja, Mann, endlich ist es soweit. Ich freue mich übertrieben. Zum ersten Mal sitzt ihr hier vor laufenden Kameras, erzählt die Story. Das Album ist auch draußen. Fast Life 2, historischer Moment, Alter. AZ Albi, wie geht's euch? Gut, Bruder, Alhamdulillah. Vielen Dank, Alhamdulillah, Bruder. Uns geht's sehr gut, Gott sei Dank. Bisschen warm die Tage, ne? Ja, extrem. Wie geht's dir? Heiß wie das Album, Alter. Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich extrem, weil es tatsächlich jetzt eine Premiere. Zum ersten Mal sitzt ihr hier in aller Ruhe, wollt die Story erzählen, wollt ein bisschen so erzählen, wie das alles die letzten Jahre gelaufen ist. Ich meine, für mich als Zuschauer, man kam kaum mit so. Ich habe mich die letzten Tage viel auch wieder mit den ganzen Sachen befasst, die so seit 2015, sag ich mal, bei dir passiert sind, die man so im Netz finden kann. Und ey, man, es ist so viel passiert einfach die letzten 5 Jahre, dass man auch viel vergessen hat. Die Zeit im Knast, etc., etc. Bevor wir die ganze Vergangenheit aufrollen, vielleicht starten wir hier und jetzt, wo wir sitzen. Das Album ist draußen. Das Ding hier ist in der Deluxe-Box, Alter, für die Fans, die das Ding gekauft haben. Wahrscheinlich die meisten so Tag-1-Fans. Ja. Wie fühlt sich das an, gerade für dich, Alter, nach der ganzen Reise, nach dem ganzen Kopfschmerz, hier zu sitzen, ein Album mit deinem Bruder gemacht zu haben? Bruder, das ist eine krasse Erfahrung. So, das ist ein krasser Schritt auch so in meinem Leben, ne? Weil mein Bruder das ist nicht mein Bruder, den ich mal irgendwann mal kennengelernt habe, sondern das ist mein Fleisch, mein Blut, mein jüngerer Bruder. Und das ist tatsächlich derjenige, der als erstes von uns beiden mit Musik angefangen hat, ne? Ja. Und wir haben halt irgendwann haben wir gesagt, hey, okay, alles klar, so wie wollen wir das angehen? So, als er angefangen hat mit Musik und ich habe dann auch angefangen und so. Und irgendwann haben wir die Sache ernst genommen. Und dann haben wir gesagt, hey, entweder es funktioniert bei ihm so, und dann zieht er mich mit, oder es funktioniert bei mir so und dann ziehe ich ihn mit sozusagen. Und es ist auch nicht so, dass der irgendwie jetzt neu mit dabei ist. So für die Welt da draußen ist der neu so. Für die Leute, die jetzt auch nicht nur unsere Musik hören, sondern auch andere Musik hören. Aber unsere Fans wissen, dass das, der seit Tag 1 immer 24-7 mit mir ist. Ja. Wir sind auch 24-7 auch jeden Tag unterwegs so. Und sind zu Hause, wir schlafen in einem Haus. Wir sind, weißt du, krass. Das ist so die Sache. Und tatsächlich, als wir haben uns dann entschieden, dass ich derjenige bin, der den Start macht sozusagen. Und so wie das Gott wollte, hat das funktioniert. Ja, Mann. Wie ist es für dich? Ich meine, du hast als Erster angefangen zu rappen, so. Das ist dein Ding so auch. Wie war es für dich die ganzen langen Jahre? Weil du hast gerade gesagt, der Erste, der es schafft, der zieht den anderen mit. Das sagt man natürlich so einfach. Dann in der Situation an sich hat es natürlich jetzt ein bisschen gedauert, weil wir haben einmal kurz drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Es passiert einfach viel, es ist schnell. Man hat gar nicht diese Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt machen wir den Schritt und nehmen den Bruder mit. So, wie war es für dich die langen Jahre? So, gab es Momente, wo du dich echt so sagen musst, okay, ey, ich reiß mich zusammen, ich warte noch. Das ist natürlich hart so. Ja, aber ehrlich gesagt, gar nicht so. Ich war 100% mit meinem Bruder zusammen und für mich war das so, als ob ich derjenige, der am Start ist. So, weißt du? Also für mich war das 100% so, oh mein Gott, so, jetzt geht's los. Und als ob ich derjenige bin, der die ganze Zeit im Vordergrund ist, so, obwohl ich der im Hintergrund war. Und für mich war das, wow, einfach krass. Auch jetzt so, der hat mich jetzt so mit am Start gebracht und für mich war das so krass, weil der hat mich auch in dieses kalte Wasser reingeworfen, hat gesagt, komm, jetzt musst du auch loslegen. So. Und für mich war das alles so eine Riesenerfahrung auf jeden Fall. Ja. Wie sind die Reaktionen so? Wie spürst du das? Weil du kommst jetzt natürlich rein, du rappst schon mega lange. Er ist jetzt aber der Superstar von euch beiden natürlich. Für die Leute draußen ist das neu, dass du jetzt auch in Videos und so. Ich finde das Match natürlich übertrieben krass. Sowieso klar, Alter. Ihr seid beide Brüder, so, ihr fahrt denselben Film und so. Wie ist es für die Leute draußen? Wie habt ihr das so wahrgenommen bis jetzt? Gott sei Dank sehr gut. Also die Resonanz seit dem ersten Song übertrieben krass auf jeden Fall. Das war so meine größte... Also, ich habe viele Releases gehabt und ich habe sehr viele Sachen released. Jetzt vielleicht nicht so viel wie im Vergleich mit anderen Künstlern, aber wir haben, also ich waren kontinuierlich seit, wieso, wir gehen jetzt ins 5. Jahr, wo wir kontinuierlich was rausbringen. Und für mich war das so, ey, ich war das erste Mal in meinem Leben, seitdem das irgendwie angefangen hat, so mit diesem Musik-Ding, so, seitdem das irgendwie groß geworden ist, war ich das erste Mal so richtig. Weißt du, so gemischte Gefühle, so, weißt du, so aufgeregt auch. Ich war aufgeregt, ich war wirklich brutal aufgeregt, so bei dem ersten Video. Und weil die Sache ist die, das ist einfach mein Bruder. Ne? Ja, so, ja. Und als ob das auch sein erstes Video wäre einfach. Ja. Und die Sache ist die, ich habe so, ich hab ein gutes Gehör, so, was Musik angeht. Und er ist für mich sowieso einer der krassesten Künstler, die es gibt. So, weil alles, was er macht, macht er mit Herz. Und das hört man auch, wenn man mit ihm im Studio zusammenarbeitet und so. Aber natürlich, der Startschuss war für mich so, hey, okay, alles klar, wie kommt er an? Wie kommt er bei den Leuten an? Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, hey, okay, alles klar, der muss jetzt das so machen und der muss jetzt unbedingt dieses Image haben oder so.
er hat es aus dem Herzen gemacht. So. Ja, das und, stimmt. Das wirkt sehr natürlich alles. Hast genau, recht, ja. Genau. Und das ist ein Junge, der auch jahrelang auf der Straße war. So. Und die Leute sind auf jeden Fall, die Nachrichten, die wir bekommen, so, die sind überwältigend. So, weißt du? Also es ist unfassbar, wenn Leute schreiben, gerade auch Brüder draußen, weißt du, so schreiben, ey, unfassbar. Alter. So, ihr habt es einfach hingekriegt. So, ich habe Nachrichten bekommen, so, wo es gibt immer so zwischen Geschwister, weißt du, gibt's, wenn man jünger ist oder so, man streitet sich oft so oder man hasst sogar seinen Bruder oder so, weißt du, also so im jüngeren Alter. Und ich habe tatsächlich Nachrichten gekriegt, wo die so gesagt haben, hey, oh mein Gott, Alter, so, ich muss einfach jetzt mit meinem Bruder sein, zusammen so, weißt du, und das sind so, damit die in das gleiche Feeling kommen wie wir, so. Und das ist ein Ding, das ist einfach überwältigend so für mich gewesen, weißt du, so ein unfassbar krasses Gefühl. Und der hat mich auch stolz gemacht, weißt du, ja, Mann. Krass, ja, das ist natürlich unbezahlbar, weil egal welche Erfolge man feiert, so vielleicht ist man am Ende des Tages irgendwann alleine, so, ne, man geht ja durch diverse Phasen des Lebens, Freundinnen kommen und gehen, ja, ist das, ja, Freunde kommen und gehen, aber ja. Brüder und Familie, so, das bleibt natürlich, deswegen ist es unbezahlbar, so ein Album, Alter. Das ist die Sache, ja. Also wir sind auf jeden Fall, Fans können nicht mehr schreiben, hey, bist du jetzt noch cool mit dem? Ja, bist du noch cool mit Abi? Bist du nicht mehr cool mit Abi, so, weil ihr nichts postet. Ja. Alter, wir schlafen so sogar im gleichen Bett, Alter, so, weißt du, wenn ich das sagen kann, so. Ich schlafe im gleichen Bett, schlafen wir so, immer noch, weißt du, ich meine, so. Und ich bin einfach, Alter, ich bin jetzt 27, 28 Jahre alt, so, ich werde 28 und ja, man, das ist halt einfach so. Mhm. Ja, vielleicht spulen wir komplett zurück, weil der eine Unterschied, der in euren Biografien vielleicht ist, du bist in Kosovo geboren, Albanien. In Tirana bin ich geboren. Ah, okay. Genau, und dann sozusagen unterwegs die ersten Jahre, ne, wann unterwegs. Ja. Interessant, im Internet steht, in Podujeva bist du geboren. Nee, das ist der Ort, wo meine Familie herkommt. Also ja. Der größte Teil meiner Familie, die Familie von meiner Mutter und von meinem Vater, die kommen aus der Region da. Mhm. Genau. Interessant, du bist mit einem Jahr dann nach Deutschland gekommen, ne? Nee, auch nicht. Also, geil, dass wir die Sachen so richtig stellen. Das ist aber das Krasse, weil so wenig von uns irgendwie da ist so und deswegen haben die Leute irgendwas erfunden und schreiben da irgendwas ins Internet rein, so, aber das ist krass. Meine Mutter war Politikerin gewesen. Zu der Zeit, Abgeordnete im Parlament auch. Und die hat zu einer Zeit damals, also das war ein Ort, Kosovo war eine Provinz, die zu Serbien gehört hat damals. Ne, so. Und das war ein Ort, wo das sehr viel Ärger, Stress, Gewalt gab. Und diejenigen, die für die Politik gearbeitet haben oder diejenigen, die für die albanische Gemeinde sozusagen gearbeitet haben, die waren natürlich so in dem Schussfeld, weil wir Albaner sozusagen in der Minderheit waren und wir wollten halt einfach, dass das ein eigenes Land wird, dass es ein unabhängiges Land wird. Und meine Mutter war genau in dieser Zeit so noch, so der Krieg ist 98, also viele sagen 98, 99 ist der Krieg da gewesen, aber der Krieg war schon viel vorher, so, weißt du. In 1990 gab es einen Tag in der Geschichte so von Kosovo, wo meine Mutter da war, wo die offiziell einen Kreis der Politiker da sozusagen gesagt haben, hey, so, wir machen jetzt ein autonomes Kosovo, so, wir sind jetzt ein eigener Staat hier. Und ab dem Moment war so, ey, okay, alles klar, für die Serben. Diejenigen, die da dafür gesorgt haben, dass das zu einem eigenen Land wird, das ist für die sozusagen eine Kriegserklärung und jeder von denen steht auf unserer Todesliste. So. Also meine Mutter war wirklich auf einer Liste drauf, wo ihr Name drauf stand und die wollte meine Mutter umbringen. So. Und dann kamen die ersten Ausschreitungen, sehr viele, also Albaner wurden schon immer unterdrückt. So. Und dann war die allerhöchste Eisenbahn, also meine Mutter konnte sich entscheiden, will die da bleiben, so, ja. Und das ist der sichere Tod, so. oder wir fliehen, so, für die Zeit, bis der Krieg hoffentlich sozusagen aufhört. Und ja, Mann, dann waren wir in Skup, in Mazedonien. Mhm. Und da war meine Mutter hochschwanger und wollte mich da auf die Welt bringen und durfte aber nicht. Also war kurz vor der Geburt und wollte mich da auf die Welt bringen und dann haben die Ärzte gesagt, nein, ihr dürft euren Sohn hier nicht auf die Welt bringen, so, dann fahrt nach Albanien, weißt du. Und meine Mutter natürlich nach Albanien gefahren, so, und so kam das dann zustande, dass ich in Tirana auf die Welt gekommen bin, weißt du. So, dann waren wir in Tirana, bin ich da auf die Welt gekommen sozusagen.
Meine Schwester wurde in Slowenien geboren. Krass. Also, ich in Albanien und dann kam das so, so eine jahrelange Flucht sozusagen, weißt du, dann wieder zurück nach Skop und dann, weil das Ziel von meinen Eltern war jetzt nicht auszuwandern oder so, sondern die wollte einfach nur den Krieg, dass der Krieg vorbei ist, weil wir hatten gute Perspektiven eigentlich gehabt in Kosovo und dass der Krieg vorbei ist und dass nach dem Krieg wir dann wieder zurückkommen und es einfach nur so eine Überbrückungszeit ist, weißt du, was ich meine? So. Ja, typische Geschichte von so vielen, die nach Deutschland gekommen sind und gar nicht realisiert haben, dass die da jetzt ihr Leben lang oder genau, das Leben lang ihrer Kinder da bleiben werden. Du bist dann in Deutschland, in Dresden auch geboren? Nähe Dresden, ja. Genau. Krass. Das ist eine kleine Stadt, Oschatz. Da bin ich geboren. Auch gerade erst in der Zeit, wo wir frisch nach Deutschland gekommen sind, so noch keine richtige eigene Wohnung gehabt. Auch ganz komische Zeit, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, aber so von Erzählungen her, auch von meinem Bruder und von meinen Eltern her. Habt ihr beide das Gefühl, dass es irgendwie unterschiedlich bei euch? Das hat irgendwie unterschiedliche Dinge bei euch hinterlassen, dass du dort in dieser chaotischen Zeit auf die Welt gekommen bist, in einer ganz anderen Welt natürlich und du dann hier in Deutschland? Geht, ich sag dir ehrlich, also mein Bruder war für mich dann am Ende des Tages immer so eine Person, zu der ich aufgeschaut habe und der hat mir von Anfang an schon immer erklärt, wie man wachen muss und am Ende des Tages komme ich dann am Ende auch so irgendwie nach meinem Bruder, weißt du? Also ich habe viel von meinem Bruder dann mitgenommen. Ja, das war so ein, man wusste einfach nicht, was passiert, so, weißt du? So, was, du siehst deine Eltern, die gucken die ganze Zeit Nachrichten und so und da sind die ganze Zeit Soldaten unterwegs und sowas, weißt du? Du bist ein kleiner Junge, hast keine Ahnung. Und, aber ich muss sagen, wirklich, also das ist bei uns jetzt nicht nur, weil ich Albaner bin, so, sondern so bei meinen Landsleuten, ne, also davon abgesehen, ey, wir haben unterwegs jahrelang gelebt. Ne? Ich bin mit ein paar Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, da wo er geboren ist, also 3 Jahre später sozusagen. Wir haben in der Zeit haben wir bei albanischen Familien zu Hause gelebt. Weißt du? Ja. So, und das sind Familien, die gesehen haben, dass wir auf der Flucht waren und die haben uns angeboten, bei sich zu wohnen. Wir haben in Slowenien. In Tschechien auch. Ne? In Slowenien, in Tschechien haben wir. Über ein Jahr haben wir gelebt bei einer Familie zu Hause. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Die uns Essen gegeben hat, die uns Getränke gegeben hat, die uns einen Schlafplatz gegeben hat, die uns aufgenommen hat. Mhm. Und wir sind weder verwandt mit denen, noch, weißt du, was ich meine? Noch kennen wir die, noch, weißt du, was ich meine? Das ist eine Sache, die der Zusammenhalt in so einer schwierigen Zeit. So, das merkt man aber auch heute in der heutigen Zeit, weißt du, ist bei uns Albanern, so, wenn ich das so sagen kann, ist das schon abnormal. So, das ist unfassbar so. Wenn meine Mutter mir das erzählt hat und die hat mir gesagt, hey, die haben nicht nur kein Geld verlangt, so, die haben uns auch Geld gegeben, weil auf der Flucht ist dann irgendwann das Geld vorbei. Du zahlst 1000 Leute, also du zahlst denen 5000, denen zahlst du 3000, 4000. Das Geld ist irgendwann weg. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die als kleiner Junge, wo ich schon ein kleiner Junge war, hat mich das so fasziniert, weißt du? Mhm. Das ist eine Sache von Charakter, eine Sache von Hilfsbereitschaft, eine Sache von Liebe, die man einem Menschen geben kann, weißt du? Ohne was auch nicht selbstverständlich ist. Was natürlich nicht selbstverständlich ist, aber ohne irgendwie was zu verlangen dafür, weißt du? So, und das hat mich auf jeden Fall mega geprägt, so in meinem Charakter, wie der Umgang mit Menschen ist, wie der Umgang mit den Menschen, die in meiner Umgebung sind, zu tun hat. Und das ist auf jeden Fall eine heftige Sache. So. Ja, krasse Solidarität einfach so von Leuten, die einfach verstehen, durch welchen Struggle ihr auch geht, weil die das genauso kennen oder den Film kennen oder das verfolgen und vielleicht auch in euch dann ihre Familien selber in Albanien und in Kosovo so gesehen haben und direkt gefühlt haben. So, ne? Ja, dann gibt es einen einschneidenden Punkt natürlich in eurem Leben, was du einmal ganz prominent gerappt hast und du auch auf diesem Album mit aufnimmst, den Unfall eures Vaters. Genau. Dein Vater war auch auf der Flucht mit euch dann zusammen nach Deutschland auf dieser ganzen Reise. Ne? Ja. Vielleicht wollt ihr einmal darüber erzählen, was da passiert ist. Weil das Krasse ist, an dem Tag, wo meine Mutter und die Politiker zusammen die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben, musste sie sich entscheiden, ob sie entweder weggehen soll oder hierbleiben soll. Und sie ist zu meinem Vater gegangen, hat gesagt, hier, ich muss weg, entweder kommst du mit oder nicht. Und am gleichen Tag haben die noch geheiratet und sind dann zusammen auf die Flucht gegangen. Krass. Ja. Ja. Stark. Genau. Und mein Vater, also wir kommen aus einer Riesenfamilie. So. Mein Vater hat einen Haufen Brüder. So. Also wir haben einen Haufen Onkels. Und bei meiner Mutter ist es genauso der Fall. Und mein Vater war so derjenige von seinen Brüdern, der war so der einzige
der so das Geld nach Hause gebracht hat, weißt du? So, in seiner Familie. Weil das der Einzige war, der auch damals die Möglichkeit hatte, Schule zu machen. Und der hat sein Studium gemacht. War auch Professor gewesen, so. Der hat auch eine Firma geleitet mit über 200 Mitarbeitern und das alles hinter sich zu lassen, so für seine Familie, das ist ein Schritt, dafür muss man Mann sein, weißt du? So. Also lass mal dieses, egal was, ob es auf der Straße ist oder irgendwas anderes, weißt du, es geht um Entscheidungen im Leben, so. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind, weißt du? Also Gott hat es geschrieben, er hat sich dafür entschieden, alles dazulassen, seine eigene Familie, seine Mutter, sein Vater, sein alles, was da war, zu lassen für seine Familie. So. Ja. Natürlich immer mit der Hoffnung, es wird, ne? so hat jeder, der irgendwie auf der Flucht war oder jeder, der irgendwie in das Land hier oder nach Europa geflohen ist oder sonst irgendetwas, hey, wir gehen jetzt erstmal weg, bringen uns in Sicherheit, danach wird alles wieder cool und wir gehen wieder zurück. Ja, ja, also, das ist der Grundgedanke von jedem, der irgendwie von irgendwo flieht. Und genau so kam das dann, dass wir zusammen geflohen sind und natürlich angekommen, wir waren im Heim gewesen, also, weißt du, das ist jetzt auch kein Ding, wofür man sich schämen muss oder sonst irgendetwas, weißt du, wir waren im Heim, war ganz normal. Das Problem an dieser Sache war, dass weder das Studium von meiner Mutter noch das Studium von meinem Vater anerkannt wurde, weißt du, und die waren das gewohnt, hohe Positionen zu haben in deren Ländern, wo die herkommen. Das sind hohe angesehene Personen, so. Ja, das ist natürlich hart. Man hat viel Zeit, viel Kraft, viel Energie, so viel Denkvermögen reingesteckt in der Karriere und in das Leben und in der Perspektive. Zeit, und, Genau. Und dann brauchst du natürlich am Ende des Monats Brot und Wasser, um zu überleben. Und dann fragst du auch nicht mehr, hey, okay, ist der Job gut oder ist der Job gut? Hey, wenn dein Studium nicht anerkannt wird, dann ist jeder Job gut, weil du musst für deine Familie musst du einfach sorgen. Und so kam das dann, dass der Bauarbeiter geworden ist, ne? Und dann hatte der 98 hatte der einen Arbeitsunfall gehabt und bis zu dem Zeitpunkt war meine Mutter 24 Stunden zu Hause. Also wirklich, die ist rausgegangen, um einzukaufen für uns, um Essen zu machen, damit das Essen warm bereitsteht, wenn mein Vater zurück nach Hause kommt. Und die hatte 0,0000% Kontakt mit der Außenwelt gehabt, weißt du? Also die hat jahrelang so gelebt sozusagen, bis der Unfall passiert ist und die konnte einfach gar kein Deutsch, gar nicht. Also die hatte gar keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. Und dann ist es passiert, der hatte den Unfall gehabt, auch wirklich so wie das Schicksal das wollte. Das war an so einem Sonntag gewesen, der hatte, der sollte normalerweise nicht arbeiten, ne? Und dann hat ihn sein Chef angerufen, hat ihn gesagt, hey, guck mal, entweder kommst du jetzt arbeiten, ne? Weil der war mit uns gerade am Picknicken, wir waren gerade unterwegs, haben gepicknickt. Da hat der Chef gesagt, entweder du kommst arbeiten so oder du verlierst deinen Job mäßig, weißt du? Und der hat gesagt, alles klar, okay. Und genau da ist es passiert. Und so hat es meine Mutter dann durch einen Arbeitskollegen von ihnen erfahren. So, mein Bruder und meine Schwester, die waren am Schlafen und ich war halt ein kleiner Junge, 5 Jahre alt war ich, als es passiert ist. Ich war wach die ganze Zeit. Meine Mutter hat schon gemerkt, ey, irgendwas ist komisch, warum geht der nicht schlafen, weißt du? Also, war wach. Und dann hat er geklingelt und meine Mutter wusste, sobald 2 Minuten, 3 Minuten später sind, als wie der immer kommt, die wusste direkt, es ist was passiert. Die wusste auf die Sekunde genau, wann der klingelt. Und dann hat sie gehört, dass es ein Freund von ihm ist und meine Mutter wusste schon, dass was Schlimmes passiert ist. Der ist reingekommen und meine Mutter hat gesagt, bevor du mir das jetzt alles erzählst, ich will den kleinen Jungen schlafen legen. Und der hat zu ihr gesagt auf Albanisch, du brauchst ihn nicht schlafen legen, so, weil das wird der nächste Mann im Haus. Weißt du? Das ist der neue Mann im Haus, weißt du? So, so war diese Story. Das Krasse ist, von Anfang an, mein Vater hat einfach keine Arbeitserlaubnis gehabt. Der durfte eigentlich nicht arbeiten, aber der musste arbeiten, damit wir irgendwie Geld nach Hause kriegen, damit wir was zu essen und zu trinken haben. Das heißt, der Staat hat ihn nicht arbeiten gelassen, er musste aber arbeiten und dann hat er noch diesen Unfall gehabt. Und am Ende des Tages so, wenn du einen Arbeitsunfall hast und schwarz aber gearbeitet hast sozusagen, da kriegst du halt gar nichts, weißt du? Und ja, so kam das dann. Dann ist meine Mutter natürlich, was soll ich dir sagen, das war so die schlimmste Zeit in ihrem Leben. Und das war alles so in diesen 98, 99 Jahren.
wo das passiert ist, in Kosovo war die Hölle los. Ja. Weißt du, was ich meine? Also da war einfach, Leute wurden umgebracht, massakriert, vergewaltigt, alles. Verwandte, weißt du, auch. Verwandte auch von uns, unsere nahen Verwandten. Und 2 Monate vorher ist von meiner Mutter, also bevor die Sache mit meinem Vater passiert ist, 2 Monate davor ist mein Opa wurde erschossen. Also ihr Vater wurde sozusagen umgebracht. Und also jetzt, er ist nicht durch einen natürlichen Tod gestorben, mhm, sondern er wurde erschossen. Und dann 2 Monate die Sache mit ihrem Mann sozusagen. Und ey, die ist da, die kann kein Deutsch. Wir waren kleine Kinder, wir wussten nicht, wo vorne und hinten ist. In irgendeiner Wohnung, die wir gerade so irgendwie bekommen haben, durch meinen Vater. Mein Vater ist nicht mehr da, er spricht selber kaum Deutsch. Das war für die, weißt du, krass. Also die Sache mit ihrem Vater, ja, war schon so schlimm, dass man das schwer irgendwie so schnell verkraften kann. Und dann in so einem kurzen Zeitraum auch mit ihrem Mann, das passiert. Dafür bin ich Gott bis heute dankbar, dass die so stark geblieben ist. Und wenn ich eine Sache sagen kann, so, und die weiß ich zu 100 Millionen %, dass Frauen auf jeden Fall stärker sind als Männer. So, weißt, mhm, du, wenn es um mentale Stärke geht, wenn es um psychische Stärke geht. Ja. Weil, Alter, die hat uns einfach großgezogen. So, weißt du? Boah, Wahnsinn, Alter. Ich meine, irgendwie habt ihr es ja geschafft, alle zusammen dann in der Familie so das da durchzustehen. Und irgendwann realisiert man aber wahrscheinlich nach so einem Unfall, okay, das jetzt aber, so bleibt es jetzt immer, weißt du so? Also vielleicht, ich war noch nie in so einer Situation, deswegen frage ich euch so, wie fühlt sich das an oder wann ist der Moment, wo man vielleicht gerade als Kind in so einem jungen Alter realisiert, okay, das ist jetzt unsere neue Realität, jetzt ist was anderes. Das Ding ist ja, für meine Mutter und für meinen Vater war es ja auch so ein Ding, weil in Kosovo ging es ihnen zumindest verhältnismäßig sehr gut. Also die hatten beide hohe Positionen, denen ging es gut. Auf einmal kamen die nach Deutschland, auf einmal hatte mein Vater diesen Unfall, auf einmal kam man in die Armut rein so und... Ja. Das war schwer auch zu überstehen, die ganze Sache. Weißt du, meine Mutter wusste nicht mal, wie man irgendwie Geld abhebt oder die hat ja gar keine Ahnung von der Außenwelt gehabt. Und auf einmal musste die sich um alles kümmern einfach. Ja. Musste sich um eine neue Wohnung kümmern, musste sich nebenbei noch um meinen Vater kümmern, wie es ihm im Krankenhaus geht, hat uns dann immer mitgenommen und so. Das war auf jeden Fall eine riesen, riesen Umstellung auf jeden Fall. Ja. Für uns war das so, wenn du das als kleiner Junge mitkriegst, dann merkst du direkt, bei uns ist was anders. Also ja, bei uns ist irgendetwas nicht, ja, anderes so als bei den anderen. Ne? Also du weißt ganz genau, dass irgendetwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt nicht. Da ist kleiner Junge. Da machst du dir natürlich nicht so viel Gedanken. Aber du bist, seitdem du auf die Welt gekommen bist, bist du umgeben von Tränen, von Leid, so von Schreien, von Verzweiflung und sowas. Und dann wird das über die Jahre wird das so normal, so, weißt du? Also es wird einfach, so blöd es auch klingt, so, es wird einfach normal, es ist einfach so, wie es ist. Und für uns war das dann auch so. Es war einfach normal. So, unser Vater ist im Rollstuhl. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Der hat sehr... Bis zu dem Tag, wo er verstorben ist, Ramadliya, so ist, hat er seinen Verstand behalten einfach, weißt du? Das ist, das hat Gott ihn Gott sei Dank nicht genommen. Das heißt, er konnte alles sehen, ja, er konnte sprechen, er konnte verstehen und er ist ein ultra intelligenter Mensch gewesen, so, weißt du? Der hat viele Sachen gemerkt, so viele Sachen sich auch gemerkt, viele viele Sachen gesehen. Und das hat uns so am Leben gehalten, weißt du, was ich meine? Ja. Also klar war das jetzt so, dass wenn wir irgendwie, wir wurden noch nie in unserem Leben in die Schule gebracht. So, weil wie willst du das erwarten, dass dich dein Vater oder deine Mutter in die Schule bringt? Die haben 300 Millionen Mal mehr Sorgen, als zu überlegen, wie du zur Schule kommst und wie du wieder zurückkommst, weißt du? Das heißt, bei jedem Spiel, wenn wir Fußball gespielt haben, irgendwie im Verein oder sonst irgendetwas, waren unsere Eltern einfach nicht da, so, weißt du? Aber das war für uns jetzt, weißt du, wir waren stolz drauf, so. Mhm. Weißt du, wir haben uns jetzt nicht irgendwie schlecht gefühlt, dass die nicht da sind oder sonst irgendetwas, sondern wir wussten ganz genauso, so, seitdem wir kleine Jungs sind, wussten wir, hey, so, das ist unsere Mutter, Alter, natürlich, Alter, ja, was hat die hier zu suchen bei einem Fußballplatz, Alter, die, weißt du, ich meine, die hat andere Probleme und Sorgen, ja, so, weißt du. Und so hat sich das dann gezogen über die kompletten Jahre, so auch, wo wir angefangen haben, oder wo das anfing, dass wir älter wurden.
dann hat man das auf jeden Fall richtig gemerkt. So. Das ist natürlich besonders schwerwiegend, weil natürlich in jedem Haushalt, aber gerade bei uns auch in den Kulturen, ist natürlich dieses Männlichkeitsbild und der Vater und der Mann im Haus, du hast es schon angesprochen, ist natürlich irgendwo total absurd, wenn man dann plötzlich seinen Vater im Rollstuhl ist, für ihn eine neue Situation, eine neue Rolle, die er irgendwie versucht. Weißt du, plötzlich kommen dann andere Dinge ins Spiel. So dieses, das, der typische Vater oder Mann im Haus ist dann ein anderer. Plötzlich ist dann, weißt du, die Werte, genau, die du gerade genannt hast. Das ist genau das Thema auch für mich gewesen. So. Am Ende des Tages, als mein Vater dann im Rollstuhl war, hat dann mein Bruder so diese Position auch für mich übernommen. So. Der hat dann mich erzogen in der Hinsicht, wie man charakterlich sein soll. Der war Jahre älter als ich und hat dann mir gesagt, okay, alles klar, das machst du nicht, das machst du so, das machst du so. Der hat mich dann einfach angefangen zu erziehen, so, weißt du? Mhm. Deswegen war mein Bruder auch für mich, das sage ich auch immer wieder so, der ist nicht nur mein Bruder, der ist auch so eine Vaterperson auch für mich, einer meiner besten, also mein bester Freund für mich, Bruder für mich und Vaterperson in einer Person, so, weißt du? Ja. Was krass war auch, wenn wir zurückspringen können, die Geschichte, wo wir über die tschechische Grenze, also wo ihr über die tschechische Grenze geflüchtet seid. Ach so, wo ich fast gestorben bin. Ja, bei der, auf der Flucht waren wir, sind wir über die Tschechei geflogen, geflohen. Und das Problem war einfach, dass wir, das war Januar wo wir da geflohen sind. Und genau da, wo wir geflohen sind, das war durch den Wald. Und da ist einfach ungelogen 3 Meter hoher Schnee einfach. Also okay, das ist kein Spaß. Also das ist wirklich 3 Meter hoch. Der Schnee war da einfach 3 Meter hoch. Und die sind also so mit uns, wir waren kleine Kinder, mit Decken umhüllt durch den Schnee und haben da den Weg gesucht so. Und da ist meine Mutter gestolpert mit mir in der Hand. Ne, so, und dann bin ich einfach in den Schnee reingeflogen. So, in diesen riesen Bag voll Schnee. So, das heißt also, das war nicht, ey, okay, ich hol meinen Sohn jetzt wieder raus, sondern du musst das mal finden, so, weißt du? Und da war ich Ewigkeiten in diesem Schnee da und die suchen, finden mich nicht und dann irgendwann haben die mich gefunden und ja, Mann. Der voll am Schreien gewesen und die mussten einfach den Fluchtversuch dann abbrechen, weil der dann so geschrien hat und so am Arsch war, so, weißt du? Ja. Das war alles so auffällig, dass sie gesagt haben, das war so eine kleine Gruppe, die waren so 5, 6 Mann, da waren noch 2 andere mit dabei. Wieder zurück. Da mussten die wieder zurück. Da mussten die wieder so 1, 2 Monate warten, bis die wieder dann diesen Versuch starten können, nach Deutschland zu kommen. So. Voll der Actionfilm, ja. Krass, Alter. Ich meine, ihr seid in Dresden dann groß geworden in Deutschland. Ist auch ein ungewöhnlicher Ort. Also gerade so, wenn man sich heute auch euch als KMN-Gang so als Rapper in der Rolle, die ihr ausfüllt in der Musikindustrie und so, ist sowieso ungewöhnlich. Weißt du, ihr seid die Ersten und dann ganz lange nach euch auch die Letzten wahrscheinlich, die aus Dresden so kommen. Wie war das Aufwachsen in so einer Ossi-Stadt, sag ich mal, das so viele Vorurteile hat, dass so viele, die so viele von uns nie gesehen haben und so viele Geschichten aber darüber gehört haben? Das war auf jeden Fall nicht einfach. Mhm. Ne? Dann hat man noch zusätzlich einfach gespürt, dass man einfach auch gar nicht von diesem Land ist. Ne? Ja, ja, so. Ja. Keine Ahnung, wenn man irgendwo in NRW oder Berlin oder so, dann sehen einfach deine Nachbarn auch so aus. Ja. Ne? So, bei uns war das einfach gar nicht der Fall. So, ich war einfach original mit Nash und Amar, also sein Bruder, waren wir die einzigen 3 Ausländer auf der kompletten Grundschule. So. Ja. Okay, ja. Also das Krasse ist auch, wir haben so einen riesen Block, wo wir gewohnt haben, so einen riesen Block und wir hatten einfach, der einzige Balkon bei uns war einfach mit der einzigen Satellitenschüssel dran. So, der ganze Block war sauber. Es gab auch diese kompletten Blocken, das waren 1, 2, 3 bis zu 1 bis, und wir waren bei der 11. 12, ne? Ja. Bei der 12, ja. 12 Straßen und wir waren die einzige Satellitenschüssel da. Ja, krass, ja. Also, das war auf jeden Fall nicht einfach, ne? Aber wir waren am Ende, wo wir dann sozusagen 12, 13 Jahre alt geworden sind, dann haben wir gemerkt, so, okay, alles klar, es gibt doch noch ein paar mehr Ausländer in der Stadt. Und wir waren einfach, ich schwöre dir, ungelogen, wir waren vielleicht 20 Ausländer in der kompletten Stadt. Ja. So. Wir waren 20 Ausländer in dieser kompletten Stadt. 20 Stück. Wie seid ihr da überhaupt gelandet in Dresden? Also war das dann so vielleicht diese typische Story, so ey, von einem Asylantenheim jetzt da, man ja, also das Ding so, war, das war gar nicht geplant, dass wir nach Dresden gehen. Ne? Also, das war einfach nicht geplant. So geplant war, dass wir in Berlin landen. So war das auch. Okay. Ne? Also wir sind auch in Berlin gelandet. So. Wenn, also mein Cousin von uns, der hat uns da auch erwartet so. Und wir sind dann mit ihm sozusagen, der hat uns den Weg gezeigt nach Berlin und da waren wir auch im ersten Asylantenheim, aber damals war das halt so, 98 oder noch früher besser gesagt, also 95, 96 war das halt so, dass die Asylantenheime, die waren voll,
mit Albanern, klar. Leuten aus dem Balkan. Das war die Flüchtlingswelle, da war einfach gar kein Platz mehr. Ja. So, und die haben uns einfach, wir waren da und wir wollten da auch Asyl beantragen und wir wollten auch da bleiben, so, weil klar, das funktioniert nur mit, ey, der kennt jemanden, der ist da und wir hatten halt unseren Cousin, der war da und deswegen war die Verbindung, okay, alles klar, wir bleiben in Berlin. Und die haben uns ein Ticket in die Hand gegeben. Die haben gesagt, hier, steigt dort ein. So, und wenn der Zug nicht mehr fährt, so, dann steigt ihr aus. Und dann seid ihr einfach da. Und wir sind, genau so haben wir es gemacht. Wir sind eingestiegen, so, mein Vater, meine Mutter, komplette Familie. Und dann sind wir in Chemnitz gelandet. So, oh, wow, okay. So, Chemnitz, und das war original, damals zu der Zeit war das Asylantenheim, wir durften dort nicht raus. Ja. Also da im Osten, im tiefsten Osten, Chemnitz, da durftest du nicht raus. Warum? Nicht, weil du ein Ausländer bist und die dir das Recht nehmen, also rauszugehen. Ja, da waren einfach zu viele Nazis. Mhm. Da waren zu viele Nazis und die hätten uns einfach auseinandergenommen da. Mhm. Und deswegen durften wir nicht raus. Das Asylheim, das war auch komplett bewacht mit Polizei. Also das war 24/7, war Polizei, bewaffnete Männer waren da, damit es nicht angegriffen wird. Ja, ich meine, ist kein Spaß, da gab es genug Geschichten, wo Molotow-Cocktails, also bis heute, aber damals noch natürlich viel... Natürlich, viel intensiver und so, weißt du, das war auch so normal, weißt du? Und so kam der Weg dann. Mein Vater hat dann da Arbeit gefunden und sowas, dies und das. Und dann waren wir bei dem Ort Oschatz, also in der Nähe von Dresden, wo er geboren ist. Und so sind wir dann, nachdem er dann den Unfall hatte, sozusagen, sind wir in Dresden gelandet. So. Und dann sind wir dann dort groß geworden. Jetzt hast du eine Sache schon gerade angesprochen. In der Grundschule kannst du schon Nash. Das ist natürlich der Faden, der dann später mit KMN Gang und mit der Rap-Karriere weitergeführt wurde. Wie war so eure Kindheit? Also wenn du so zurückdenkst, ist Nash zum Beispiel ein großer Teil gewesen? Oder wo hat das angefangen, dass ihr so ein bisschen euch auch im Rap gefunden habt? Oder wo ihr gemerkt habt, so okay, wir haben da eine Leidenschaft, die vielleicht alle anderen Kids nicht so haben? Ja, also Nash war, den habe ich in der Grundschule kennengelernt. So, und wir hatten Kontakt gehabt, so, wir waren auch cool miteinander, weißt du, aber wir waren halt die Ausländer, weißt du, so, wir waren die Ausländer für jeden da, so, und wir waren auch ein Dorn im Auge für jeden da, so, und so kam das dann dazu, dass der, dann nach der vierten Klasse kommst du ja so in Realschule oder Gymnasium, und sein Bruder ist aufs Gymnasium gegangen und wir waren dann auf der Realschule. Und der hatte halt eine andere Realschule als ich. Also ich war... Ah, okay, seid nicht auf die gleiche Schule. Genau, nee, wir waren nicht auf der gleichen Realschule. Ja. Der war bei einer anderen und ich war auf einer anderen. Und so hat sich unser Weg dann sozusagen, so wie wir uns kennengelernt haben, hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt. Ne? So, ich hatte auch keinen Kontakt mehr. Weil in dem Alter, Klasse, ist logisch. Ja. Dann kam das aber wieder dazu, dass ich ihn einfach in der Innenstadt getroffen habe. Ich hatte so meine eigene kleine Gang. So. Mhm. Die ist einfach Bad for Boys. Damals. So. Wir hatten einen Freund von mir, der hieß DJ Playboy. Weißt du? Schock Schorsch. Viele Grüße an dieser Stelle auch. DJ Playboy. Wir haben so unsere eigene Gang gehabt. So. Und damals war ich. Aber Gang heißt, du hast schon gerappt? Ihr habt schon gerappt? Ja, oder war also, das einfach so? Die haben gerappt. Also Schock Schorsch mit seinem Bruder, DJ Playboy, die haben halt gerappt. Und auch krass gerappt. So. Also, okay. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Und dann sind wir, und dann habe ich das mitbekommen, also habe ich die gehört, so wie die auf der Straße halt so rappen, und dann bin ich halt zu denen gekommen und so haben wir uns halt dann kennengelernt mit denen. Und habe ich gesagt, ey, ich will auch unbedingt rappen, Alter. So, was geht denn hier ab? Ich darf da auf gar keinen Fall fehlen. So, weißt du, was ich meine? So in der Gang da, so wie ihr es habt und so. Und dann sagt, ich weiß noch ganz genau, wie es war, es hat übertrieben krass geregnet, und dann sagt der Schorsch, sagt er zu mir, ey, okay, Bro, du willst rappen? So, dann müssen wir meinen Bruder fragen. Ich so, ja, okay, alles klar, also dann fragen wir deinen Bruder. Und da waren wir im, vor denen in seiner Haustür, so, und der hat so im ersten Stock gewohnt. Und dann ruft er, ey, ruft er den so raus, und da guckt er so aus dem Fenster und sagt, ey, guck mal hier, der will auch rappen und so. Der so, wer ist das? Der so und so. Ja, okay, alles klar. Geil, Alter. So in der Länge, weißt du? Und dann haben wir, also wir, dann habe ich mal angefangen, meine ersten Texte zu schreiben, ich war 12. Aber er war schon am Rappen da, oder was? Ja, also er hat schon gerappt, er hat schon die ersten Zeilen und so, da war der 10 Jahre alt oder so. Ja. Der hat die ersten Sachen hat er schon gehört, er hat auch viel früher als ich Rap-Musik so gehört, so, weißt du, also Sachen, die mit Rap zu tun hatten. Seitdem ich 6 bin oder so. Ja. Wie kamst du zum Rap? Sorry, weil ich unterbreche, weil er da früher dran war. Wie kamst du überhaupt zum Rappen, gerade mit 6 so? Boah, keine Ahnung. Fernsehen,
Ich denke mal, Fernsehen, MTV, Viva und so. Und da fand ich das halt krass, was ich da alles gesehen habe, auch die Musikvideos und so. Auch von 50 und so, was ich da gesehen habe. Auf einmal dachte ich, das war für mich auf einmal so, was ist das so? Ich habe erstmal so diese ganzen Pop-Songs gehört und so, ne? Und auf einmal switcht der Song, auf einmal kommt so 50 im Fernsehen so. Und da dachte ich mir so, was, was passiert hier gerade so, ne? Ich denke, es hat irgendwas in mir ausgelöst. Und ab da war ich komplett, ich weiß nicht, süchtig nach Rap einfach. Da hab ich, seitdem habe ich, glaube ich, nie eine andere Musikrichtung gehört, außer Rap, bis heute noch so. Aber das ist krass, dass du angefangen, also du hast dann wahrscheinlich auch direkt auf Deutsch angefangen, Zeilen zu schreiben. Ja, ja. Das ist auch ungewöhnlich, weil gerade in der Zeit, viele Deutsch-Rapper haben ja auf Englisch angefangen, weil die haben die englischen Vorbilder gesehen, fanden das erstmal uncool auf Deutsch. Das hat ja eine lange Zeit gebraucht, ja, bis Rappen auf Deutsch cool aber wurde. Aber ich denke, es ist auch eine Generationssache, denke ich mal. Ich meine, wir sind jetzt die jüngere Generation so und bei uns hat es jetzt nicht so angefangen, dass wir, keine Ahnung, wie die ganzen alten Ami-Rapper da heißen. Wir haben auch nicht Tupac oder Biggie oder so gehört, ja, das haben wir einfach nicht gehört. Ja. So, weißt du, ich meine, klar lief da mal so ein Lied, Changes hieß es, glaube ich, von Tupac, so, das haben wir mal so gehört, aber das war jetzt auch nicht so, dass wir, oh, wir müssen jetzt Changes hören von Tupac, weißt du, wir haben 50 gehört, Mann. Wir haben 50 gehört, weißt du, ich meine, so, wir haben 50 gehört, wo der da mit seinen Candy Shop, Alter, um die Ecke kam. So, weißt du, was ich meine? Das haben wir gehört, Alter. Das war so unser Film. So. Der hat auch die ersten Melodien gemacht, so damals. Das weißt, stimmt, ja. Mit als einer der ersten, und, das stimmt, ja. Ja, das hat auf jeden Fall mies geflasht. So. Und seitdem war ich da voll drin in diesem Rap-Film und hab mir alles gegeben, was es da gab. Und direkt nach Schule auf MTV und Viva reingecheckt, was da Neues gibt und sowas. So. Am Ende des Tages, früher hatten wir nicht mal Internet zu Hause. Wir hatten nur diesen einen Fernseher im Wohnzimmer und da haben wir halt alles gegeben, was es da gab. So. Und ja, Mann. Warst du dann, wie kann man sich das vorstellen, weil es gibt so zwei Seiten. Im Endeffekt, man ist der Coolste auf der Schule, wenn man so, wo alle wissen, okay, der rappt. Oder die Leute peilen das gar nicht. Und so, vielleicht hast du das einfach niemandem erzählt. Am Ende des Tages waren wir, glaube ich, nicht die Coolsten der Schule, weil wir rappen, sondern weil wir einfach die Coolsten waren. Ja, auch gut. Ja, und genau in der Zeit dann, wo wir die Gruppe gegründet haben, also wo wir halt diese Bad for Boys da Gang gegründet haben, haben wir mitbekommen, dass es in der gleichen Stadt einfach schon Jungs gibt, die vor uns angefangen haben, Musik zu machen, so, und die haben sich Ghetto Stars genannt. Ah. So eine Riesengruppe, da war Nash auch mit drin. Ja. Alter, den den Namen kennt man ja, wenn man so 100 Millionen Leute in dieser Gang gehabt, Alter. 100 Millionen Leute. 100 Millionen. Du wusst, da sind Leute gekommen, die haben gesagt, die sind Ghetto Stars. Es gab einmal Ghetto Stars und dann gab es einmal die Ghetto Stars Fighter. Das waren so, das war so sein Bruder und der mit seiner Gang, so, weißt du, was ich meine? Irgendwelche Leute. Tausende von Leuten, Alter, gefühlt. Die waren einfach auch Ghetto-Stars. So. Und das Ding war, die hatten auch schon alle so T-Shirts gehabt. Da, war, da stand, so, da, da stand Ghetto-Stars drauf. So. Und das war schon für mich alles klar, okay, die haben es einfach geschafft. Ja, das war es einfach. Also, höher geht's gar nicht mehr. Ja, genau. So. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Ich habe damals immer an so McDonald's gechillt und ich habe immer gewartet, bis einer von diesen Ghetto-Stars vorbeikommt. Und das war... DK hieß der, glaube ich, Alter. Was wolltest du machen? DK, hast du Stress mit denen gesucht oder wolltest du connecten? Nee, ich wollte battlen. Ah, wollte einfach okay. Battlen, so, weißt du? Wirklich? Ich wollte, ich habe immer Texte geschrieben. Ich war nicht so der, voll der krasse Freestyler. Weißt du? Ich habe aber Texte geschrieben. Und diese Texte habe ich mir aufgebaut und ich habe vor jedem gerappt. Vor jedem. Vor meinen Freunden, vor meinem Bruder, vor Leuten, die einfach vorbeigekommen sind, die gesagt haben, ey, Alter, was bist du? Bist du Bad for Boys? Ja, ich bin Ghetto Stars. Ja, alles klar, okay. Und dann habe ich angefangen, die zu betteln. Und da gab es einen, ich kann mich nicht mal erinnern an seinen Namen, der hatte immer so Mütze voll tief gehabt und so. Boah, scheiße. Den habe ich immer weggebettelt. Ja. Weil der kam so Rap, Rap, so, weißt du, was ich meine? So, ich bin da und dort und ich kam halt so mit, so, ich bin einfach der Kanacke auf der Straße, weißt du? Und irgendwann war Nash unterwegs in der Stadt und ich habe den Typen weggebettelt und ich habe zu denen gesagt, ey, ich will Nash treffen. Also ich will Ali treffen. So, ne? So, der hat gesagt, ja, der ist hier gerade in der Stadt und so. Und dann habe ich ihn getroffen. Und so sind wir sozusagen zusammengekommen. Und dann war ich auch Ghetto Stars. So, ja, auch einer von den tausend Leuten. Ja, auch einer von den tausend Leuten. Ich habe erstmal das komplette, ey, das gab Meetings und so da. Wir haben in Ali, seinem Haus, haben wir damals Meetings geführt einfach. Krass. Und 12, 13-jährige Jungs. Und unglaublich, das war so, der hatte so, sein Vater hatte so einen Autohandel. Da waren so 100 Millionen Autos. Ich schwör's dir, kein Spaß. 100 Millionen Autos, Auto auf Auto. Also du konntest da, wenn der ein Auto verkauft hat, wusstest du gar nicht, also der wusste das selber nicht, wie der diesen Wagen dort rausfahren soll zwischen diesen ganzen Autos. Weil so viele Autos waren da. Der weiß das. So viele Autos waren das. Und da war ein Haus und dort haben alle Ghetto Stars Member gechillt.
Also, der ist einfach, Ali hat mir das selber erzählt, ne? Der ist einfach eingeschlafen abends, alleine, ne? Der hat Fernsehen geguckt, ja. Ist eingeschlafen abends alleine und dann ist der aufgestanden und da waren einfach 20 Mann da. Krass. So, die lagen da auf Matratzen und so, die haben alle gepennt und so, weißt du, was ich meine? Asylheim für Ghetto-Stars. So. Ja, und so habe ich das dann auch den ganzen Film mitbekommen, was da abgeht und so. Und, passt doch zu den Namen irgendwie. Ja, und das Ding war, dann habe ich irgendwann hab ich einfach gemerkt, Alter, das ist, also das, wie ist ja gar nichts los. Also ich meine, das ist ja, das geht nicht voran so das richtig. Geht einfach, so. Ja, das, also, ist einfach, also der Erfolg ist einfach nicht da, so, weißt du, was ich meine? Da ist einfach gar nichts. Und so kam es dann dazu, dass wir Carmen gegründet haben. So. Mhm. Und das hat sich dann alles so ein bisschen abgesplittet. Dann war nur ich, Nash und Insider, wir drei, wir haben es halt einfach durchgezogen. Die anderen wurden älter, sind weggezogen und sowas, dies und das. Wir drei sind geblieben, wir haben gesagt KMN, das heißt KMN, wir sind KMN. Und so hat sich das dann komplett durchgezogen sozusagen. Ja, klar, irgendwann trennt sich die Spreu vom Weißen, die es aus Spaß oder einfach nur rumhängen wollten, zu denen, die wirklich die Vision ernsthaft haben. Ja, genau. Was hast du denn zu der Zeit gemacht, als er Ghetto Stars wurde und dann aus Ghetto Stars KMN gemacht hat? Weil du warst ja eh am Rappen die ganze Zeit. So, du warst gefühlt jetzt passionierter noch Fleisch dabei. So, yeah. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Es war die Zeit, wo, so wie die meisten Witze irgendwie im Internet gerade entstehen, so, wo meine Mutter gesagt hat zu meinem Bruder, ey, nimm deinen kleinen Bruder mit, und so. Und mein Bruder sagt, ah, ich weiß nicht, der ist noch so jung und so, ne? Und ja, meine Mutter hat auf jeden Fall immer da zu der Zeit meinen Bruder gezwungen, dass ich mich immer mitnehme. Da habe ich auch Nash kennengelernt, da habe ich alle Jungs kennengelernt. Die waren alle älter als ich und ich dachte mir so, boah, krass. Und für mich war das auch schon ein übster Film und so. Und ich dachte mir so, mein Gott, das ist... Und zu der Zeit, da habe ich auch in der Schule, so dritte Klasse und so, wurde ich von meinen Lehrern gefragt, so, was willst du später werden? Und alle sagen, ich will das, Krankenwagen, irgendwie Krankenhaus oder so. Und ich habe gesagt, ich will Rapper werden. Ja. Das war, keine Ahnung, schon seitdem ich so ein kleiner Kacker bin, habe ich immer gesagt, so, ey, ich will Rapper werden. Geil, Alter. Der beste Witz war letztens bei Chap, stand AZ geht Deutschrap zerstören. Die Mutter sagt, nimm deinen kleinen Bruder mit. So nice. Und, nein, aber so war das auch früher, wirklich. Deswegen genau, muss ich immer lachen. Hat er mir einfach geschickt. Das ist echt geil. Ja. Wann wurde das, also du hast gerade gesagt, du warst mit Nash und Insider. Genau, ja. Insider sagt mir zum Beispiel nichts, vielleicht sagst du den Leuten, die wirklich so seit Tag 1 möglicherweise was, aber vielleicht erklärst vielleicht du so auch nicht, die Alter. Erste KMN-Zeit, wie hat sich das angefühlt? Hattest du überhaupt so die Vision, dass es irgendwann mal, jetzt natürlich ein bisschen ernster vielleicht als bei Ghetto Stars Zeiten, aber so richtig der Film, der jetzt abgeht, das den Ding, hat sich ja keiner vorgestellt. Das Ding war, wir drei, also Insider, Nash, also Ali und ich, wir haben diese Sache tot ernst genommen. Okay, krass. Also es geht nichts anderes. Das war kein nur Spaß. Das muss funktionieren einfach. Okay, weißt du? Crazy. Mhm. Und schade jetzt im Nachhinein auch wirklich, dass der Insider, das ist ein deutscher Junge so, dass der auch so abgesprungen ist davon, weißt du, was ich meine? Also der ist einfach so, der hat, so, wir sind am Ball geblieben, wir haben immer gesagt, ey, wir schaffen das, wir machen das und wir machen das. Und das Problem war einfach, wir waren einfach bei Ali, der hatte so ein Riesenhaus gehabt und unten hatte der einen Keller und da war das Studio, ne? Also Studio. Das Ding war, da war die ganze Technik drin und da war so viel Kabelsalat, und da waren so viele Kabel, dass wir einfach jahrelang ein Studio da hatten und wir konnten das einfach nicht nutzen. So, weil wir wussten einfach nicht, wie diese Kabel zu stecken geht. Und, so. Und wir haben aber nichtsdestotrotz weiter durchgezogen und so kam das auch, dass Zuna dann mit dazugekommen ist. So. Also da war Insider sogar noch dabei, als Zuna da war. Wir waren zu viert sozusagen da. Und Zuna, wir hatten ein Konzert gehabt in so einem Club, also richtig unnötig eigentlich. Das waren einfach 15 Leute oder so, 16. Ja. Und das waren unsere Freunde, weißt du? Und auf jeden Fall, wie die Anfänge so sind. Ja. Ich war auch mit dabei. Ich so. Aber auf jeden Fall war... Warst du auf der Bühne oder? Nee, ich war unten bei den Fans, damit es ein bisschen voller aussieht. Dann habe ich, glaube ich, runtergeschickt. Ich habe dir sogar gesagt, geh runter. Ich schwör auf meine Mutter. Mann, auf jeden Fall war Zuna auch mit dabei, aber er war bei den Fans. War so im Publikum, so, weißt du. Und der hat einfach das Konzert sich reingezogen und ist danach zu dem Bruder von Nash gegangen, ne? Mhm. Und hat zu dem gesagt, ey, ich muss da unbedingt dabei sein bei den Leuten. So. Also bei das, was da passiert, so auf der Bühne, so, ich muss da mit dabei sein einfach. Ja. Und dann hat Nash seinen Bruder, so Amar, hat Zuna seinen Bruder vorgestellt, halt, dem Nash. Und die haben sich kennengelernt. Und dann kam Nash zu mir und hat gesagt, ey, hier,
das ist Jonah, der wäre gerne dabei bei uns. So, weißt du? Ich habe mich voll dagegen gestellt. So. Ich habe voll so, ey, keine neuen Freunde und so. Ich habe hab so meine Freunde und der will jetzt auch mit. Oh nee, Alter, so, weißt du, voll die Enttäuschung. So. Früher waren 1000 Leute, so, wenn der mich wieder enttäuscht und so. Nicht, dass es wieder Ghetto-Stars wird. Weißt du, was ich meine? Genau. Und ich war so voll anti. Suna so. Ich wollte den einfach nicht dabei haben, so, weißt du? Und der war einfach jeden Tag da. Und ich habe einfach mit den 24 Stunden am Tag gechillt, Alter. Jeden Tag, Alter. Jeden Tag habe ich mit denen verbracht. Ja. Der hat öfter bei mir geschlafen als bei sich zu Hause, so, weißt du, was ich meine? Und umgekehrt war das Gefühl auch so, weißt du, was ich meine? Und welches Jahr war das ungefähr, dass man das so... Welches Jahr war das? Diese ganzen Sachen zum Beispiel, wo ihr aus Ghetto Stars das KMN-Ding gemacht habt. 2009 oder so, 2008. Boah, okay, krass. 2009, 2008, 2008 war das, glaube ich. Also 2008, ja. Seit über 12 Jahren, also 13 Jahren bin ich mit den Jungs, weißt du? Wenn ich sogar noch eher. Und ja, wenn ich sogar noch eher. Ich glaube, 14 Jahre sogar. 2006, 7 so. 7, 2007. Und auf jeden Fall... waren wir die ganze Zeit unterwegs. Und wir waren nonstop unterwegs. Nash, Suna und ich. So. Überall unterwegs gewesen. Und so kam das dann dazu, dass Insider dann nicht mehr mit dabei war. Also nicht von uns aus. Wir haben nicht gesagt, ey, du bist einfach nicht mehr dabei, sondern der hatte einfach keinen Bock mehr. Der hat dann angefangen, sich auf das normale Leben zu konzentrieren. So. Und ja, Mann. So fing das dann auch an, dass kein Geld da war. So. Und dann... ging die ersten Schritte so Richtung Straße. So war das damals. Ja. Bevor wir dieses Straßenkapitel so aufmachen, ihr habt ja damals noch unter anderen Namen gerappt, also zumindest du und Nash warst unter anderen Namen unterwegs. Ja. Du hieß Asphalt, ne? Ja, AZ, deswegen wahrscheinlich das AZ dann daraus richtig, geworden. Ja. Genau. Nash war Achilles und Suna hieß einfach Suna die ganze Zeit. Also. Und der hatte ultra krasse Aussprache-Schwierigkeiten. So. Weißt du, was ich meine? Ey, ich habe das nicht verstanden. Der kam gerade erst aus dem Ausland, Alter. Der war ein paar Jahre da und der konnte einfach irgendwie Deutsch und so. Das war voll komisch, Alter. Keine Ahnung, der konnte einfach Deutsch. Der war ein paar Jahre in Deutschland, der konnte einfach Deutsch. Und der hat auch direkt gerappt so. Und ich schwöre es dir, gell, der ist gekommen jeden Tag mit 3, 4 Songs. Ah, die er geschrieben hat. Okay. Über Nacht. Der hat die über Nacht geschrieben. Und Flows und so. Also so voll Doppeltime und so. Und voll die Flow-Wechsel, Technik und so. Richtig schnell gerappt. Und der kam immer mit diesen Texten. So. Und so kam das auch dazu, dass er sich so krass weiterentwickelt hat. Weil der so viel geschrieben hat und so viel jeden Tag. So, der kam auch immer mit neuen Texten und die Jungs haben gesagt so, nee, ist noch nicht so. Und der so, okay, alles klar, ich mach's nochmal. Am nächsten Tag ist er wieder mit neuen Texten. Nee, ist immer noch nicht so. Und die ganze Zeit diese Abgrenzung. Und der hat immer weiter gemacht. Und irgendwann wurde er einfach übertrieben krass, so, weißt du? Mhm. Crazy. Die ganze Zeit, wo du gerade gesagt hast, okay, da war kein Geld da, wir hatten diesen Traum, wir wussten irgendwie nicht, wie wir den nächsten Schritt machen wollen. Hauptsache, irgendwie Geld muss erstmal reinkommen, damit man das investieren kann und so weiter. Gab es dann Phasen, wo es immer mehr Richtung Straße ging und so, natürlich nimmt man dann auch falsche Ausfahrten und merkt so, okay, das ist nicht alles so einfach. Gab es Momente, wo vielleicht du dir besonders gedacht hast, so, ey, Alter, das kippt gerade in die falsche Richtung, so Straße nimmt mehr ein als eigentlich das Ziel, so die Musik? Ja, yeah. Auf jeden Fall. Also das war kurz bevor ich in den Knast gekommen bin, also bevor auch eigentlich alle verhaftet worden sind. So. Also mein ganzer Freundeskreis wurde verhaftet, also bis auf Suna. Nash kam in den Knast, sein Bruder kam in den Knast, das waren meine Freunde. Alter, so, weißt du? Das Krasse ist, am Anfang haben wir das so gedacht, dass es einfach nur der Mittel zum Zweck ist. So, weißt du? Wir machen das, damit wir das finanzieren können. Wir machen das, damit wir das finanzieren können. Und irgendwann haben wir nur noch das gemacht, damit wir einfach leben können. Und das mit der Musik halt nebenbei. So, weißt du? Wir waren nebenbei im Studio. Wir haben unsere Sachen auf der Straße gemacht. Jeden Tag so und auch jetzt nicht irgendwie so cool, wir fangen an irgendwie klein da Gras zu verkaufen oder sonst irgendetwas, sondern wir haben es direkt groß gemacht, so, weißt du, und die Sache ist auch die, das war das erste Mal in unserem Leben, so, wo wir in schnellen Autos saßen, so, weißt du, also, wo das erste Mal, wo wir Hans sein Geldbatzen auspackt, so, sondern wo wir unsere Geldbatzen auspacken. So. Und das war auch so, bei uns sieht das auch, weißt du, wenn wir 300 Euro in der Tasche haben so, und wir packen die aus, dann sieht das auch cooler aus, als wenn das ein anderer macht, so, weißt du, auch wenn er das gleiche Geld hat. Aber bei uns sieht es einfach cooler aus, wenn wir es auspacken.
Und das war das erste Mal, wo wir gesagt haben, hey, okay, alles klar. Das ist das, was wir brauchen. Also wir brauchen genau das Geld. So, weißt du? Und das ist diese Sache, die uns nach vorne bringt. So, in allen Richtungen. Ob es unsere Familien sind, ob es wir sind, ob es wir waren das erste Mal in der Stadt unterwegs und konnten da sein, wo wir nie waren. So, weißt du, ich meine, in Orte sein, wo wir nie waren. So, die ersten Flaschen aufgemacht, die ersten Sachen gemacht, den ersten Wagen geholt, den ersten CLS geholt. Damals, Alter, als er frisch rausgekommen ist, Amar hat direkt sich den neuesten Wagen da geholt. Das war für uns so, ey, krass, Alter. So, ohne diese Sache geht's gar nicht mehr. So, das Krasse ist ja auch so, viele sagen ja auch, ey, ich, als kleines Kind habe ich den und den krassen Autos gesehen, ich wollte auch so sein und deswegen bin ich auf die Straße gekommen. Das Ding war, dass wir, oder er zumindest so, er war der Erste, der so die krassen Autos gefahren hat und Leute wollten auf einmal sein, so wie er, so, weißt du? Es gab nie bei uns so, dass wir sagen, okay, ich will unbedingt so sein wie der und der, der hat krasse Autos und so, sondern wir waren die Ersten da, so, die... Die hatten auch nie so... Vorbilder gehabt oder so, weißt du, was ich meine? Dass man sagt, ey, okay, alles klar, das ist jetzt, boah, werden wir jetzt auch so wie der, weißt du? Ja. Wir waren einfach wir so. Wir waren so ein Ding für sich einfach so, weißt du? Ja. Und so kam das dann relativ schnell, Alter, so, wo das richtig tief reinging, so, weißt du, in die Scheiße. Und wir uns dann nur noch ausgesucht haben, wir wurden natürlich auch älter, wir wussten auch ganz genau, worauf es ankommt. Wir haben natürlich auch Filme geguckt, wir haben uns dann natürlich auch mehr so für die Straße interessiert. Das dann auch immer kombiniert mit der Musik, so, weißt du, weil wir da halt auch echt sein wollten. Aber das ist genau der Knackpunkt, der natürlich bei vielen Rapper-Geschichten irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo du so... Vielleicht merkt man das in der Situation selber gar nicht, aber für Außenstehende ist es natürlich super absurd. Du bist Rapper, du bist mindestens in der Stadt super bekannt. Ja. So, weißt du, weil so viele Rapper gerade in Dresden gibt es nicht. Ja. Ihr seid auffällig, ihr macht aber noch Straßensachen, auch noch im großen Stil. Also wie passt das zusammen? Denkt man in der Situation selber überhaupt drüber nach? So, ey, ich bin hier voll der auffällige Kriminelle eigentlich. Ja, also das Ding war, das war auch total blöd so. Also wenn das kann auch jeder von den Jungs, kann das auch genauso bestätigen, so, ohne dass ich die Frage so... Also, so auffälliger ging es gar nicht mehr. Also wir waren ein paar Kanaken in der Stadt, weißt du, was ich meine? Und wir waren jung, Alter. Ich rede wirklich von jung. So. Es ist nicht so, dass wir gewartet haben, bis wir 30, 40 waren so, und danach angefangen haben, Alter, so voll undercover Geld zu machen auf der Straße, so, weißt du? Und dass wir so voll die krassen Respektpersonen sind und sowas, weißt du? Wir waren jung, Alter. Ja. So, wir sind einfach, die Straße war unser Leben, so, weißt du? Wir sind aufgestanden, wir sind raus, so, wir konnten nicht zu Hause chillen, so, weißt du? Wir mussten einfach rausgehen, so. Draußen war unser Zuhause. Und wir hatten damals, Alter, hatten wir schon, also wo das anfing, dass wir hatten 0 Cent, wir waren im Minus, 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 so. Und damals, als wir Geld gemacht haben, haben wir richtig Geld gemacht, so. Ja, weißt du, so. Und wir hatten richtig Batzen in der Tasche, so. Und wir waren schon richtig so unterwegs, dass wir einfach mit 30, 40-Jährigen gechillt haben und uns gedacht haben, Alter, was macht der sein ganzes Leben, so. Weißt du, was ich meine? So, und wir waren so... in diesem Family-Kreis, so unter uns Freunden, so, weil wir 24 Stunden miteinander waren, dass es auch einfach unsere Familie wurde. So, und wir wollten einfach nur jeden da draußen zeigen, wer wir sind. So. Ja. Weißt du, was ich meine? So, und so kam das dazu, dass wir richtig unnötig blöde Sachen gemacht haben. Alter, so auf der Straße. Du kannst nicht, Alter, wenn du diesen am Machen bist, kannst du dir nicht einen fetten Wagen holen, Alter, und mit Fenster runter durch die Gegend fahren und überall schreien, KMN, KMN, so, wir ficken euch alle, so. Weißt du, was ich meine? Das kannst du einfach nicht machen. Und das haben wir halt einfach gemacht, so. Uns war alles egal. Jeder, der irgendwie auch nur ein Wort über uns verloren hat, so in unserer Stadt, von irgendjemandem, ob das jetzt nur so halb angesprochen waren, wir sind hingegangen, wir haben die Sache geklärt, so. Weißt du, was ich meine? Und so kam das eine auf das andere, so, weißt du, was ich meine? Und wir haben uns halt einfach, wir wurden immer skrupelloser, so. Wir wurden immer unvorsichtiger, so. Wir haben immer mehr auf die Kacke gehauen. Wir sind in Clubs gegangen, haben Flaschen aufgemacht ohne Ende. Wir haben, jeder wusste, ey, okay, das sind die 9 von dieser Stadt, so, weißt du? Und so kam es dazu, dass es die erste Verhaftung gab von Nash und seinem Bruder. Mhm. Und da war für uns jetzt so, okay, alles klar, Alter, was geht jetzt hier ab? Okay, das war schon aber der Wahn, also da hat man es dann schon gecheckt.
Da hat man das erste Mal richtig gecheckt. So. Okay. Das war das erste Mal, wo wir gesagt haben, wir haben immer darüber geredet, so, weißt du, aber gelacht. So, weißt du? Und man sagt, ja, Knast hin und her. Und so Freunde von uns, mit denen wir zusammen Sachen gemacht haben, die waren auch schon im Knast. Und die saßen auch und so. Wir hatten Kontakt zu denen drin und so. Und, aber das war so nicht real, so, weißt du, was ich meine? Ja, so, weil wir immer noch jung sind. Sie sind immer noch kleine Kinder sozusagen, weißt du, was ich meine? Und uns passiert das sowieso nicht. Ja, diesen Film haben wir nicht lange erlebt, so, weißt du, was ich meine? Also, bis es dann zur Verhaftung kam, so, weißt du, was ich meine? Bis wir dann auch selber im Knast saßen, war das jetzt nicht so ein langer Weg, so, weißt du, was ich meine? Das ging relativ kurz bei uns, bis wir direkt in den Knast gekommen sind. Und halt, weil wir auch sehr viele Fehler gemacht haben. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ey, okay, alles klar, wir müssen jetzt einen Gang zurückschalten, sondern eher umgekehrt, so, wir legen noch einen drauf, so, weißt du? Und damals, als es die Verhaftung gab von Amar und Nash, also von den beiden Jungs, das war so für uns, ey, Alter, kommt die heute nicht mehr nach Hause? So, chillen wir heute nicht nochmal irgendwie? Sind wir heute nicht unterwegs, Alter? Was passiert mit dem Wagen so? Was ist mit der Mutter so? Was ist mit dem Vater so? Was, so das, die haben doch nur die zwei Söhne so, weißt du, was ich meine? So, was ist mit uns, Alter, so? Was geht mit unserer Gang ab so, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann war das erste Mal so ein Moment, wo wir gesagt haben, ey, Alter, das, was geht hier ab so, weißt du? Und dass wir, das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, so, jetzt kann der Knast kommen so und wir müssen aufhören oder sowas, weißt du? Das war, Alter, jetzt müssen wir einfach noch mehr Gas geben. So, weißt du, was ich meine? So, weil jetzt sind noch mal eine Familie da, so, die wir unterstützen müssen. So, weißt du, was ich meine? So, und da sind Haufen Gelder offen, Alter. So. Die Gelder müssen wir zurückzahlen, so, weißt du, was ich meine? Da sind Haufen offene Sachen noch mit anderen Leuten, Alter. Und jetzt sind wir daran da und wir müssen die Sachen halt klären, weißt du? Teufelskreis da am Ende. Und dann bist du automatisch tiefer in dieser Scheiße drin. Weil die Bullen heutzutage und die ganzen Soko-Einheiten und die ganzen Leute, die am Ermitteln sind, die ganzen Ermittlungsbehörden, die sind dann stumm. So, weißt du, die greifen sich ein, zwei Leute und dann gucken die, was passiert mit den anderen. Ja. So, weißt du, und ja, Mann, so kam das dazu, Alter, dass dann war ich mit Suna in einem Club und ich habe original den Jungen hier, habe ich einfach. Ich glaube, eine Stunde, darüber kannst du reden, oder? Kannst du sagen eigentlich, was, wofür ich verurteilt worden bin? Ich habe den getroffen. Witzige Geschichte. Und okay, war zufällig in einem Club. Genau, wir waren, ich war mit Suna unterwegs und wir hatten voll den Plan gehabt, eine Shisha rauchen zu gehen. Ja. So, wir haben unser Auto geparkt und wir wollten gerade zur Shisha-Bar gehen. Das war Neustadt, kannst du dich noch erinnern. Ja. Und dann treffe ich den und der kommt zu mir, ey Bruder, was geht, alles klar, und ey, ich war heute in der Tschechei und so, weil Tschechei ist direkt 70 Kilometer rüber, weißt du, halbe Stunde entfernt von uns, weißt du, und ja, Mann, und ey, guck mal, was ich da geholt habe und so, der packt aus, so eine Klinge, Alter, so eine Klinge, Bruder, so eine Klinge, und ich sehe einfach meinen kleinen Bruder, wie der mir erzählt, dass er sich so eine Klinge geholt hat, Butterfly-Messer. Ich so, was, Junge? Bam, ich geb dir eine Schelle. Bam, ich klatsch den. Ich nehme dieses Messer und steck das bei mir ein. So. Um ihn zu schützen. Genau, den ist wegzunehmen. Ich denk mir auch nichts dabei. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht. So, weißt du, ich habe jetzt das auch voll vergessen, dass ich ein Messer einstecken habe. Und wir gehen Shisha rauchen und ich weiß noch, wie als ob das gestern gewesen ist. Suna sitzt da und so und ich rede mit dem und die Jungs waren nicht da und abgefuckt alles, weißt du, was ich meine? So, ich hatte einfach keinen Bock, die ganze Zeit down und komische Stimmung. Leute haben uns angeguckt. Na, sind die ersten zwei Jungs von euch drin, so mäßig, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Ich sag zu denen, scheiß drauf, komm, lass in den Club gehen, Alter. Wir hauen auf die Kacke dort. Was, Alter, uns kriegt keiner klein, so, weißt du, was ich meine? Wir müssen jetzt Größe zeigen und so. Wir müssen denkst, der so, ja, okay, alles klar, komm, wir gehen. Und dann waren wir auf dem Weg zum Club. Und dann sind wir reingekommen, die Türsteher haben uns nicht kontrolliert. Das heißt, aber ich habe auch einfach vergessen, dass ich das Messer einstecken hab. Weißt du, was ich meine? Ich hab's original vergessen einfach. Wir sind reingegangen in den Club und dann waren wir mit Suna, also wir waren zu zweit nur, ne? Und Suna war da und wir sitzen da und also wir stehen da und der holt sich Getränke und ich hol mir auch ein Getränk, also ich hab Red Bull getrunken, kein Alkohol, gar nichts. Und ich trinke meinen Red Bull und ich sehe so auf der Tanzfläche so ein Mädchen, ne? So, und die guckt die ganze Zeit Suna an. Und ich denke mir aber nichts dabei und der kommt so, der hat ja so voll die Tanzmoves, ne? So, der kann voll die krassen, coolen Tanzmoves.
Da war der Tänzer. Und dann hat er die so angetanzt und so. Und die macht auch voll mit. So voll mit ihrem Arsch so hin und so. Und dann habe ich und ich habe die Situation gesehen. Und ich habe aber auch gesehen, dass einfach links neben dieser Frau ist einfach so ein 2 Meter Ochse, der so breit ist, Deutscher ist, der die ganze Zeit Gastern anguckt. So, das heißt also, dieser Typ hat einfach den ganzen Abend in dieses Mädchen investiert, ne? Also hat Getränke geholt, hat dies und das geholt und es kommt einfach so ein Ausländer und mit einem Blick und ein paar Dance-Moves checkt er die einfach ab, weißt du, was ich meine? Und der war abgefuckt, ich habe es gesehen, ich habe es direkt gesehen. Und ich habe gedacht, dass der irgendwie die Situation ein bisschen klären kann, damit wir einfach, damit ich nicht den Fokus die ganze Zeit auf diesen Typen da halten muss. Und dann kommt der Gast dann zu mir, genau in dem Zeitpunkt kommt dieser Haiwan da und trampelt Suna an der Schulter. Pam. Ich denke mir, Alter, okay, jetzt geht's los. Wir dürfen uns nichts gefallen lassen, Alter. Wir sind hier, wir haben einen Namen in der Stadt. Die Jungs, die auch in den Knast gegangen sind, die haben dafür gesorgt, dass da ein Name existiert in der Stadt von uns, weißt du? Der rempelt den an, ich guck den an, ich so, Alter, was ist los? Und der sagt, ach Bruder, alles cool, mach dir keinen Kopf. Ich sag, okay, alles klar. Der geht wieder zu den Mädchen, genau in dem Zeitpunkt kommt der Typ wieder, 2. Mal, wieder angerempelt. So penetrantes Anrempeln. Ja, verstehe. Ich guck den an, ich so, ey Bruder, komm, lass mal den seine Mutter ficken. Weißt du, was ich meine? Lass den mal, was will der? Was will der von uns? Aber dabei wusste ich noch nicht, wie ich den ficken soll. Also, wie ich den bearbeiten soll, weil der sah einfach aus, wie der aussah, so, weißt du? Und er sagt so, Bruder, mach dir keinen Kopf, mach dir das noch einmal, dann wird er sehen. Ich sag, okay, alles klar. Und genau so, wie das Schicksal wollte, kam genau das 3. Mal dieser Typ und trampelt ihn an. Pam. Ich sehe das, Suna schiebt ihn eine. Pam, ich stehe da. Ich will gerade auf den los, ich will den gerade eine geben. Auf einmal hat er mir ein Ding geschoben. Bruder, ich schwöre auf meine Mutter, ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben so ein Ding bekommen habe. Ich habe dieses Ding wie ein 30-Kilo-Hammer bam, auf mein Gesicht. Unten war alles so nass mit, weißt du, im Club, wie das ist, so klebt alles, yeah. Weißt du, was ich meine? Ich bin ausgerutscht und mit meinem Kopf bin ich runtergeflogen auf Beton, Fliesen. Weißt du, auf diese Fliesen, yeah. Also auf den Boden halt, weißt du, mit meinem Kopf, bam, bei mir war alles Zeitlupe. Mm. Und ich guck so in der Zeitlupe, guck ich so nach rechts und ich sehe einfach das Messer. Mm. Ich sehe einfach das Messer dort liegen, weißt du? Und ich denke so, oh, krass, ich hab ja noch das Messer von meinem Bruder. Und parallel sehe ich einfach, wie dieser Typ, der war einfach noch mit 3 Freunden, die sahen einfach genauso aus wie der. Weißt du, was ich meine? Also da ist, mit Kämpfen ist da nicht großartig, weißt du, was ich meine? Und ich sehe, wie der an der Bar geht und sich Flaschen schnappt und die so kaputt macht und der will einfach mit einer Flasche auf mich los. Weißt du, was ich meine? So, in diesem Zeitpunkt habe ich genau 2 Sekunden gehabt, um nachzudenken, was ich mache. So. Und ich wusste, alles klar, ey, der hat mit einer Faust, hat schon fast Schädel-Hirntrauma. So. Ich muss den Typen direkt... ich muss den einfach komplett bearbeiten, direkt von Anfang an, ansonsten brauche ich gar nicht mit dem kämpfen. Und der Typ hat auch noch eine Flasche in der Hand. Und seine Freunde sind auch wie der. 2 Sekunden Zeit, zwei Sekunden Zeit, um zu reagieren. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Ja. So. Und ich bin mit meiner letzten Kraft bin ich aufgestanden, weil ich war auf dem Boden. Ich habe das Messer genommen und bin drauf. So. Und da war bei mir auch so Affektreaktion. Also das war so, für mich war, ey, ich sterbe einfach, weißt du, was ich meine? Ja, es schießt ja alles durch den Körper in dem Moment. Und dann bin ich natürlich auf den drauf, so. Wir haben den Krieg gewonnen am Ende, weißt du, was ich meine? Bin dann raus aus dem Club, so, und hatte aber dieses... Messer halt noch in der Hand, so, weißt du, ich meine. So. Das Krasse war, wir haben zusammen in dem Zimmer geschlafen, der kam irgendwann, ich war schon vorher am Schlafen, der kam irgendwann an, am nächsten Morgen stehe ich einfach auf und ich gucke so mein Handy, auf einmal sehe ich so in Nachrichten und Zeitungen, Messerstecherei im Club. Bei mir auch Messerstecher besucht, mit meinem Foto drauf und so, weißt du. Ach, die wussten direkt? Nee, also die wussten nicht, aber die haben halt ein Foto, das war mitten im Club. Ah, okay, ja klar. Und ich sehe erstmal nur diese Schlagzeile, Messerstecherei in Dresden und so. Und ich wechsle meinen Bruder und ich sage so, ey Bruder, hier, hast du gehört, was passiert ist und so, ne? Und ich wusste gar nicht, dass es mein Bruder war. Und der sieht das, auf einmal kriegt der Schock, dass das gerade um ihn ging, so, ne? Und ich wusste nicht, dass es um ihn ging. Und auf einmal sagt er mir so die Story, was da alles passiert ist. Ich so, scheiße, es geht einfach um dich, Alter. Was ist das gerade für ein Film hier? Es war einfach sein Messer. Kennst du? Aber sein Messer hat mir am Ende vielleicht auch das Leben gerettet. Ja, safe. Weißt du, was ich meine? So, weil...
Ich habe keine Ahnung, Bruder. Die sahen aus. Aus dieser Situation rauskommen. Die sahen so, wenn du mich und ihn und diese Typen da gesehen hättest, so, weißt du, was ich meine? So, dann hättest du blind 10.000 Euro auf den gewettet. Ich meine, du bist stabil. Wenn du schon sagst, dass das aussichtslos war, dann... Ja, weißt du, für die damalige Zeit, so, weißt du, ich meine, so, heute würde ich mich gar nicht erst in so eine Situation bringen, so, weißt du, aber man weiß nie, aber würde ich mich nicht springen, aber damals so, das hätte schief gehen können, weißt du, ich meine, so, sein Messer hat einfach so mein Leben gerettet am Ende vielleicht, weißt du. Und dann kam das so, Messerstecher gesucht, mein Foto überall, so, und... dann war für uns so die nächste Stufe, so, wo es nach unten ging, so, weißt du? Und dann hat er direkt angerufen, dieser Typ, ne? So direkt am nächsten Tag. Der hat sich selber entlassen vom Krankenhaus. Ja. Der wurde komplett genäht. Ich habe halt, ist halt die Sache passiert und ich habe da auch nicht mehr hingeguckt oder so, weißt du, was ich meine? Und dann hat er angerufen und hat gesagt, ey, was geht? Wo bist du? Wo? Und ich dachte, es geht in die nächste Runde. Was habe ich gemacht? Klar, meine ganzen Jungs zusammengetrommelt und wir gehen dahin, weißt du? Und da sind wir hingegangen. Ich dachte, es geht in die nächste Runde. Aber es ging nicht in die nächste Runde, da wollte es einfach nur klären. So, weißt du, was ich meine? Da waren wir auch, wir haben auch nie eine Sache irgendwie zugelassen oder nie eine Sache irgendwie stehen gelassen, wenn eine Sache offen war. Und ja, Mann, kurze Zeit später hat es bei mir geknallt dann, weißt du? Also sind Bullen bei mir reingestürmt. Habe auch meine Mutter auf den Boden geschmissen und mit Maschinengewehren und so, weißt du, ich meine, voll der komische Film, Alter. Und dann habe ich das erste Mal selber gemerkt, ey, alles klar, okay, jetzt bin ich an der Welle. So. Krass, Alter. Und zu dem Zeitpunkt war Amar, Nash, Jungs von uns und ich war drin. Ja. So, bin ich auch in den Knast reingekommen. Das Krasse war auch, an dem Abend, ich habe mit meiner Mutter zusammen bestimmt in dem Zimmer geschlafen. Und ich höre das so, kracht die ganze Zeit und so, ne? Und das war so 5 Uhr. Dieser SEK-Einsatz bei euch, ne? Und ich werde so wach und ich denke so, was passiert da gerade so, ne? Und ich gehe so Richtung Haustür. Und unsere Haustür war so elektrisch, wegen meinem Vater auch und so. Und dann drückst du auf diesen Aufknopf, auf einmal geht diese Haustür auf, auf einmal sehe ich so 20 SEK-Einheiten mit Wumm und alles, so maskiert und so. Ich denke so, was passiert hier gerade? Ich packe meine Mutter, ich renne ins Wohnzimmer rein und ich denke gerade, was passiert hier gerade? Auf einmal rennen die alle rein, rennen direkt zu meinem Bruder ins Zimmer auch und so. Die wussten auch direkt, wo das Zimmer von meinem Bruder war und alles. Ja, Mann. Ja, Mann. Und dann... Das war 2015, ne? Genau, das war 2015, ja. Und dann... Und dann saß ich in Untersuchungshaft. So, und das Krasse ist... Lange auch, oder? Also schon, ich ja, glaube, das, schon, was man schon, so findet im Internet, schon... Ja, genau. Ja, verhältnismäßig lange. Und das Krasseste war so, ich hatte ein Handy gehabt in der Untersuchungshaft, ne? So in Dresden. Und das haben die bei mir gefunden. Und dann hatte ich Einschluss gehabt. Also das weiß auch jeder da draußen, der mal da drin war, was es bedeutet. Das heißt, 23 Stunden ist deine Zelle zu. Und... dann war ich da in meiner Zelle und habe eine Zigarette gerollt. Ne? So, und wollte am Fenster gerade eine Zigarette rauchen. Und ich war im C-Haus und im B-Haus kam einfach ein Typ ans Fenster. Im Innenhof oder genau, was? Genau, okay. Gegenüber. Also ich war im B-Haus hier am Fenster und ja. Der gegenüber im C-Haus. Und ich war im C-Haus und der war im B-Haus und da kam einfach ein Typ ans Fenster. Ja. Hat Fenster aufgemacht. Ey! Granit, Granit, schreit so durch das ganze Hof. Der meint einfach mich, ja? Ich höre so, meint er mich jetzt gerade? Ich so, ja, was los? Irgendein Typ, ich kannte nicht. Ich wusste nicht, wer das war. Bis heute weiß ich das nicht. Sagt er, ey, du hast doch diesen einen Typen abgestochen im Club. Ne? Okay, krass. Ich so, ja, wieso, ich habe nicht gesagt ja, sondern ich so, was willst du denn? Wer bist du denn? Ne? Hat er gesagt, ja, der ist gestorben. Sagt einfach, der ist gestorben. Also. Und genau in dem Zeitpunkt hatte der da drüben im B-Haus sozusagen Einschluss gehabt. Das heißt, der Beamte hat ihn vom Fenster geholt und hat gesagt, ey, jetzt musst du in die Zelle rein. Das heißt, der hat mich einfach nur mit dieser Nachricht da gelassen. Ey, diesen einen Typen, den du da im Club, diese Sache, die passiert ist, der Typ ist weg. Und ich war dann wieder in meiner Zelle drin. Kennst du so, ich wollte einfach noch mal kurz 10 Minuten mit dem reden. Ja, so, ja, Junge, ja, was sagst du da? Ich habe mein Handy einfach nicht, ich kann nicht gucken, ich kann gar nicht, weißt du? Junge, was redest du, was für weg? Ja. Der war in seiner Zelle drin und ich war in meiner drin so. Und ich rauch Zigaretten, rauch eine nach der anderen. Ich überleg so, wie verflucht noch mal soll ich das meiner Mutter erzählen? Weißt du, was ich meine? Also, wir sind diesen ganzen Weg so gegangen, gell? Flucht,
die Sache mit meinem Vater, meine Jungs, wir haben das erste Mal Geld gemacht, in den Knast reingekommen. Und jetzt bin ich einfach im Knast. Und ich habe einfach... Mit den Gedanken, dass mit der... Mit den Gedanken sitze ich da drin, Alter, dass der Typ einfach nicht mehr da ist. Und ist weg. Für nichts. Für nichts, Bruder. Und dann habe ich gesagt, ey, okay, alles klar, wie soll ich das machen? Also, wie soll ich das meiner Mutter erklären? Also, das ist ja für die... Ihr Vater gestorben, mein Vater im Rollstuhl, Flucht, nicht in der Heimat, sondern wir sind hier, Krisen, voll Dings und jetzt einfach so noch im Kreis. Ja, ja, ja. Also. Und bin ich eingeschlafen, nächsten Tag aufgestanden, ich gehe Hofgang, diese eine Stunde, und da waren so Albaner, war vorher voll mit Albanern gewesen und ich rede so mit Albanern, da hast du denen so gefragt, was kriegt man dafür, Alter, weißt du was? Boah, ja, du warst schon in dem... Was kriegt man dafür, Alter, ich war kleiner, so... 20 Jahre alt, weißt du, was ich meine? Wie sieht denn jetzt mein Leben aus? Weißt du, was ich meine? Und die alle wollten mir natürlich so Hoffnung geben, mach dir keinen Kopf, so, du kommst raus. Das ist Bewährung kriegst du und so. Und ich habe einfach zwei Wochen lang habe ich mit dem Gedanken gelebt. So, ne? Ach krass, du und nach die zwei ganze Wochen, Zeit ja, wegen dem Messerstich. Genau, ja, das war halt die Sache. Ich rede auch offen darüber, so, weil ich einfach verurteilt worden bin, deswegen schon. Und ich habe meine Strafe auch schon abgesessen. Nach zwei Wochen kommt mein Anwalt zu mir, so, zum Anwaltstermin im Knast. Also ich gehe runter, ich treffe mich mit dem, da guckt er mich an, sagt, ja, ey, gerade hast du schon gehört. Ich so, ja, ich hab's gehört. Weißt du, das ist von Gott so geschrieben, wie soll ich das ändern? So, also, möge Allah mir verzeihen, so, weißt du, ich meine, was soll ich machen? So, das war die Situation gewesen. Er sagt, ja, Mann, der hatte einen Motorradunfall gehabt. Der hatte einfach mitten in meiner Urhaftzeit hat er einfach einen Motorradunfall gehabt. Und ist an diesem Motorradunfall ist er gestorben. So. Zu krass. Und dieser Typ wollte mir halt ausrichten, so, dass diesen Typen, der ist einfach gestorben, aber der ist nicht gestorben wegen mir, ja, sondern ja, der ist einfach, der hatte einfach einen Motorradunfall. Sowieso paradox, weil ich diesen Jungen sowieso danach gesehen habe, so, weißt du, ich meine? So, aber ich dachte mir, keine Ahnung, wer weiß, was da passiert ist. Ja, ja, ja. Ja, wenn man nur diese Nachricht kriegt, dann ja, das Gehirn baut ja, ja die Story drumherum. Dann, genau. Ja, ja. Alter. Und dann war für mich so, hey, okay, sollte ich mich so, weil, weißt du, es war so, okay. Ja, man weiß nicht, wie man reagiert. Erleichterung, soll. Aber ja, das ja. War auch so, ey, okay, der ist tot, so, weißt du, ich meine, so. Ja. Komische Situation. Auf jeden Fall war das so eine Sache, die krass war, so für den Film, so für den Kopf, weißt ja, du. Ja, ja. So, wenn du einen Film schreibst, so, dann ist der zu unrealistisch. Ja, 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 weißt du, was ich meine. Im Leben passieren so Dinge halt. Safe. So was kann man nicht erfinden einfach. Ja. Jetzt warst du zu der Zeit im Knast und irgendwo hast du auch mal gesagt, ich glaube in dem Podcast, den du mal gemacht hast vor ein paar Jahren zu deinem Debütalbum, hast du gesagt so, ey, ich weiß nicht, ob das diese U-Haft-Zeit war, aber zumindest ein bisschen ernster wurde plötzlich die Musik. Mhm. Wo ich mich jetzt frage, ey, ihr habt die letzten Jahre richtig Gas gegeben auf der Straße, Musik wurde immer nebensächlicher. Wie kam es? Was war das für eine Fügung, dass plötzlich aus diesem Nebenbei-Musik-Machen dann doch irgendwas entstanden ist währenddessen? Was ist da passiert in der Zwischenzeit musikalisch? Das Ding war, als ich im Knast war, ist dann Nash rausgekommen. Ne? Mhm. Also ich saß dann noch in U-Haft, Nash ist rausgekommen. Genau, zur gleichen Zeit. Du bist raus, du bist rein, erst raus. Ja. Genau, und dann war so für uns alle so und für die Jungs, ey, jetzt müssen wir erst Thrash-Rapper werden. So. So. Also jetzt müssen wir einfach so, weil es gibt so für unsere Augen, so, auch wenn ich... viele von den Rappern nicht so kenne, so, aber für unsere Augen war das so, ey, wir sind einfach die Echtesten so in Deutschland, weißt du, was ich meine? So auf Papier, so, weißt du, sag mir jetzt hier, spring dir die Akten, weißt du, was ich meine? So, ich spring dir die Akten von Amar, so, weißt du, was ich meine? Der ja, ist einfach, jeder kennt das in dem Fast Life Video, wo du diese ganzen genau, Papiere... Genau, ja, Haftbefehle und so, ja, so, wir können dir alle Haftbefehle, können wir dir zeigen, wir können dir alle Dings, das ist keine Sache, worauf man stolz ist, so, und wenn man unsere Musik auch verfolgt und wenn man unsere Musik auch hört, weiß man, dass ich erzähle darüber, ne, und ich erzähle darüber, wie es war, halt tatsächlich bei uns so, und ich sage aber auch, was die Konsequenzen dafür sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Und wir hatten nur Glück. So. Also Gott hat uns geholfen, wir hatten nur Glück, so, weil sonst wäre das noch mehr in die Hose gegangen, als es sowieso schon in die Hose gegangen ist. So, weißt du? Wir waren wieder bei Null. Und ja, so fing das an, die Jungs haben weitergemacht. Draußen. Suna hat krass abgeliefert. Mhm. Währenddessen ich im Knast war. Währenddessen du im Knast warst und so. Und da gab es ja noch eine Zeit, wo alle drin waren und nur ich und Suna draußen waren. Genau. Und da gab es sowieso zu der Zeit so
auch so, ich kann jetzt nicht viel über mich reden, weil ich noch nicht verurteilt wurde und so, da würde ich mich jetzt nur selber belasten so, aber da waren wir halt nur ich und Suna draußen so und da hatten wir nichts mehr anderes so, außer halt so, okay, wir haben da ein Studio so und dann, wir müssen ja da irgendwas probieren jetzt, wir müssen halt irgendwas machen so und da waren wir halt nonstop drin so, Nash ist rausgekommen, hat dann die Sachen von Suna gehört, die, da, die der da gemacht hat, hat gesagt, okay, alles klar, komm, das ist so krass, wir müssen jetzt direkt die ersten Videos drehen so und so hat das... Und so kam das dazu, der hat dann Richtung Paradies gemacht. Das war die EP Richtung Paradies. Genau, das war die EP Richtung Paradies und so kam das dann auch, dass wir... Eine Woche bevor du reingekommen bist, nee, eine Woche nachdem du reingekommen bist, ist Planet Suna rausgekommen. Planet Suna, ja, ja. Aber ja, ich meine, der aber erste wo dann Weg. Richtig? Ah, okay, ja, ja, ja. Genau, okay, der richtige genau. Weg. Der wir erste. Hatten da auch schon so Dinger, so, okay, alles klar, bla, bla, es geht jetzt langsam los und so. Und da ist der reingekommen und dann kam Planet Suna raus. Und dann haben wir halt weitergemacht und danach ging es halt los damit Richtung Paradies. Es ist eh krass, vielleicht, wenn wir kurz den Fokus switchen von dieser Straßensache zu Musik und Musikgame. Jetzt heutzutage machen alle EPs. Ihr habt euren Start 2015, 16, 17 mit EPs so richtig. Also deine Fast Life EP, die Richtung Paradies EP, die zwei EPs waren so ganz lange. Ich hatte ganz lange im Deutschrap nicht mehr dieses Feeling, was ihr ausgelöst habt mit, da geht was, Alter. Da sind so Jungs wild, haben zwei EPs draußen. Irgendwie sind die noch nicht berühmt, aber alle reden trotzdem über die. Und der ist auch noch im Knast und so. Also es war eine ganz wilde Zeit, die, ganz wildes Gefühl, was ihr ausgelöst habt bei den Leuten auch mit der ganzen, den Videos. Und wie gesagt, Alter, diese Sachen, die du im Video gehalten hast und so. Es hat da alles eine Ästhetik, die es vorher noch nie gab, so im Deutschrap. Dieses Haus, was du bei, wo ihr bei Fast Life auch das Video gedreht habt, auf dem Motorrad und so, ist das das Haus, worüber du die genau, ganze Zeit gesprochen ja, hast? Ja, ja. Krass, das ist das Haus von... da, wo das Studio unten war und genau, wo Ghetto Stars... Ja, ja. Wir waren alle da, alle Jungs waren da. Alle war, und alle leben heute noch da, weißt du? So. Krass. Crazy, Alter, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, Bro, das war's so. Und dann, als Richtung Paradies dann rauskam, kam ja das Feature mit Nemo zustande. Mit Nemo, ja. Wie kam das? Er war natürlich auch zu dem Zeitpunkt super jung, einer der ersten Superstars auch dieser neuen Generation damals. Genau, wie kam ja, das richtig. Zustande? Das Krasse ist, das weißt du vielleicht sogar gar nicht, diese Hol mit deinem Cousin, diesen Song, da war ich schon Suna im Studio und wir haben den Song eigentlich ich und Suna zusammen gemacht. Damals schon. Eigentlich war früher sogar so, und, aber da hat Suna gesagt, nee, Bro, ey, das... Du brauchst noch ein bisschen und so. Ich so, Bruder, kein Problem, gerne, lass abchecken, so, mach du einen zweiten Part drauf und so. Und dann haben wir halt rumgesprochen und so und dann hat sich halt Nemo ergeben. Also krass, der, aber wie kommt man in Kontakt? Ich meine, ihr macht Ding, den der Kontakt ist so gekommen, dass Suna hat, bevor Richtung Paradies gekommen ist, hat er einen Song rausgebracht und das hat er über den Channel von... den 385 genau, Channel. Genau, also, genau, ja, richtig, ja. Dort hat er das rausgebracht und das ging für die Verhältnisse da, ging das schon ab, ja. So. Und dann ist auch der Manager von denen so aufmerksam geworden, so mäßig, weißt du. Und so ist man in Kontakt gekommen, weißt du, was ich meine. Und Nemo hatte damals auch keinen Song draußen, so, weißt du, also als der Song zustande gekommen ist. Ah, weißt du, echt, ja? Video, der hatte keinen Dings. Okay, also, krass. So, weißt du, was ich meine? Das war so, da wird was kommen, so, weißt du, was ich meine? Und vielleicht das erste Video ist auch abgedreht worden, aber da war noch gar nichts. Das war so... Zwei haben einen Song gemacht zusammen, weißt du? Ja, das hatte nicht so viel damals, Dings da, ja. Unser Vorteil war damals so, dass der einfach der Nemo dann seinen ersten Song rausgebracht hat, weißt du, was ich meine? Und der ging für Nemo-Verhältnisse und unsere Verhältnisse ging der extrem durch die Decke. So. Ich weiß gar nicht mal, wie der Song hieß, oder? Ich hab keine Ahnung. Bitter, glaube ich, der erste. Ja, genau, genau, richtig, ja. Alter. Krass, ja, Mann. Ja, genau. Genau den Song. Und der ging damals richtig ab. So. Und das Hol mir dein Cousin Video, das war schon abgedreht, das war so safe, dass es rauskommt, und es war schon alles abgesprochen, war schon alles gemacht und dann kam das raus und dann war so, okay, alles klar, so, ey, perfekter so Fahrplan, so. Generation, so mäßig, weißt du, ich meine. Ja. So. Wie war es für dich im Knast, so diese ganzen Sachen mitzuerleben? Du hast so viel Zeit und Geld und was auch immer investiert, dann sitzt du im Knast, es geht endlich los. Ja. Du kriegst vielleicht nicht mal die Sachen mit, ich weiß nicht, wenn du ein Handy hast, dann schon, sonst immer irgendwie mit zwei, drei Wochen. Das Ding ist halt, wir sind wirklich seit Tag 1 zusammen aufgewachsen, ne? Gerade auch mit Nash und mit Damar und so, und wir haben so ein Family-Verhältnis, so, dass man sich einfach keinen Kopf machen muss, wenn man drin ist, weißt du, ich meine. Richtig, also, man weiß, okay, alles klar, man kommt raus so, und man hat genau das, was die anderen haben und man ist genau da, wo die anderen auch sind und so. Und für mich war das halt so, Nash und ich so, wir haben Rap oder Musik so krass geliebt, so, weißt du, wir haben das gelebt so. Dann wollten wir natürlich auch Musik machen und das rausbringen.
Und dann haben wir uns, als ich dann rausgekommen bin, habe ich den Film dann halt gesehen so. Und dann war für mich, hey, okay, alles klar. Die Jungs haben gesagt, ey, so, Bruder, du bist der Nächste, der an der Reihe ist. Das war für mich, okay, alles klar, jetzt entsteht die Fast Life EP. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Wie kam dein Name? Weil der Name begleitet dich bis jetzt so. Ja, Mann. Der Name kam im Studio zustande. Ne, so. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht, so wie ich mein Ding nennen will. Ich wollte immer so von Anfang bis Ende, das war immer so unsere Intention von jeder Sache, die wir machen, dass wir einen Film haben, so, wo die Leute eintauchen können so, und wo die das Ding hautnah miterleben können. Den man auch bis zum Ende durchziehen kann. Auch, weißt du? Genau. Und das war für uns, also wir haben schnelles Leben geführt. So. Weißt du? Das war so Fast Life und es hat einfach gepasst und es ist dann auch so gekommen, dass Fast Life rauskam. Hast du gespürt damals, dass die Songs wirklich was Besonderes sind so? Oder weil ich meine, für euch, ihr habt es natürlich gefeiert, ihr habt auch tatsächlich, Alter, krasserweise die richtigen Singles gepickt, so die, weißt du, so krass passend für die Familie, Fast Life, so die zwei Dinge auch irgendwie raus in die Welt geschickt. Habt ihr gecheckt, wie groß das eigentlich ist? Also gerade so ein Song für die Familie, was das für eine Atmosphäre so in Deutschland, in Deutschrap entfacht, was vorher nicht da war? Oder hat man das einfach gefeiert so im eigenen Kreis und hat das so lustig ist, weil für die Familie war das so, die zwei Parts standen so und Nash war so immer derjenige, der so, klar haben wir im Studio Sachen gemacht so, aber Nash war so komplett dahinter, der hat auch seine Sachen gemacht im Studio, aber der war so der wollte auch der wollte sogar mehr als wir, dass unser Ding funktioniert so, weißt du? Und so kam es das dazu, dass wir, weil für die Familie kam Ja raus. So, ein Song von mir, so. Und das war für mich so, ey, okay, alles klar, so, jetzt bin ich dran, so, jetzt kommt Ja und jetzt habe ich die Zahlen gesehen von Suna so. Und jetzt muss es einfach komplett durch die Decke gehen. So, weißt du, es war Druck und so, aber ich war voll überzeugt so von diesem Film, so, weißt du, weil jetzt bin ich einfach dran, so, die Leute wissen auch, dass ich jetzt dran bin, so, weißt du, was ich meine? Das ist klar, das muss jetzt einfach abgehen. Und dann ging es einfach gar nicht ab. Das war einfach tot. Ja. So, das ging gar nicht ab. Und ich bin einfach so abgefuckt gewesen, dass es nicht abging, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum. So, dass ich mir gedacht habe, ey, Alter, okay, ich hab in alles reingeschissen, was man reinscheißen kann. So, wir haben gerade so angefangen, die Sachen zu schnappen. So, weißt du, und das erste Mal überhaupt, dass mir ein Typ geschrieben hat, der eine Stadt weiter wohnt. So, was ist denn das für ein Film? Ja. So, und jetzt habe ich einfach reingeschissen, Alter. Ja. Einfach scheiße. Das Ding ging einfach nicht ab. So, tote Klicks, alles war tot. Und dann war so für mich, ey, okay, alles klar, ich hab einfach verkackt und so. Und dann war so das nächste Ding für die Familie, was rauskommen sollte. Und da standen die Parts, also Suna sein Part war als erstes und mein Part stand. So. Und das haben wir auch aufgenommen und da waren beide Parts da und die Hook hat halt gefehlt. Und wir haben aber schon für die Familie gedreht. So. Wir haben das Video angefangen zu drehen. Ja. Und der Deal war so unter uns Freunden mit Suna und mit Nash so, hat Nash zu uns gesagt, ey, okay, also wir fangen jetzt schon mal an zu drehen. Ne, wir drehen jetzt Suna sein Part so. Und danach geht ihr aber heute ins Studio und macht diese Hook fertig. Ja. So, damit wir einfach morgen drehen können. Was ja auch vollkommen logisch ist. Ja. Ne, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn zu drehen, wenn kein Song steht. Weißt du? Und wir waren schon mitten in der Promophase, also wir waren draußen. Also das war, die Leute haben all eyes on us, so, weißt du, was ich meine? Jeder hat auf uns geguckt, so mäßig. Und Suna und ich wollten halt einfach Shisha rauchen gehen, weißt du, was ich meine? Und dann haben wir zu Nash, wir haben Suna sein Part gedreht, so, und dann haben wir zu Nash gesagt, ey Bro, alles cool und so, wir haben jetzt gedreht und so, und wir gehen jetzt aber Shisha rauchen. Also, und hat er gesagt, was für Shisha rauchen, wollt ihr mich verarschen, Alter? So, ihr müsst ins Studio gehen, ihr müsst diesen Dings aufnehmen und so. Die Hook. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Alter, wir wollen aber Shisha rauchen gehen. So. Was machen wir? Wir gehen schnell ins Studio, Alter, und machen die Hook schnell fertig, damit wir danach Shisha rauchen gehen können. Ja. Wir waren wirklich danach Shisha rauchen. Mhm. Das heißt, wir waren im Studio, wir haben einfach innerhalb von 20 Minuten diese Hook gemacht, ja. Eingesungen, fertig. Und danach waren wir einfach mit einer Pfeife und haben mit Nash telefoniert und haben gesagt, ey, wir haben die Hook fertig gemacht, wir müssen Shisha rauchen. Und als das Ding rauskam, war so, ey, okay, alles klar, wir hatten echt nicht mehr viel Geld. So, weißt du, was ich meine? So, weil auch die Bullen alle auf uns geguckt haben und sie bei jedem Schritt tausendmal am Tag kontrolliert, tausendmal am Dings. Weißt du, wir waren auf einmal wieder alle draußen. Ja. Dann hatten wir einfach kein Geld mehr gehabt. So. Und dann haben wir es irgendwie hingekriegt, dass wir für die Familie noch drehen. Und dann sind wir abends eingeschlafen, nächsten Tag aufgestanden, 500.000 Klicks. Niemals. Ja, krass. Das war
genau, es ist rausgekommen, wir sind eingeschlafen. Am nächsten Tag, ich stehe auf, Alter, mein scheiß Internet ging nicht, ich musste mich einfach verbinden mit diesem WLAN von... vom Nachbarn. Vom Dings, Alter, von, so, nee, von uns so. Ja. Und dann guck ich drauf, 500.000 Klicks. Ich rufe die Jungs an, ey, Alter, welcher Pisser, welcher Bastard hat hier Klicks gekauft, Alter? Das geht ja ab, so, weißt du, was ist hier los und so? Was für Klicks gekauft? Ey, Junge, hast du Klicks? Nein, Mann, was redest du? Wen hast du engagiert? Gar nichts, Mann, was los? Bruder, wir haben es einfach geschafft. Ja, wir sind einfach drin jetzt. Wir haben es original geschafft einfach. Ja. So. Wir wussten nichts damit anzufangen, so, weißt du, ich meine? So, ja, genau. So, wir haben direkt die nächste Frage war, wie holen wir diese 500.000, Alter? Ist das jetzt Geld oder wie holen wir dieses Geld? Ja, genau. Und wo kommt da Geld rein jetzt? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Aber das war der Film gewesen. Und dann so nach 2 Tagen oder so, nach 3 Tagen hatten wir 1 Million Klicks schon gehabt. So. Geil. Und dann war das so der Start so von... Und dann ging es endlich los, so nach Jahren. So, weißt ja. Das ist krass, weil das ist der Punkt, wo für die meisten Leute die Kyle-Man-Story erst beginnt. Weißt du? Und jetzt sitzen wir hier, reden schon seit Stunden und das alles ist passiert, bevor dieser erste... Wo es begonnen hat. Ja, genau, wofür die Leute erstmal so das erste Mal die Sachen aufgeploppt sind. Alter. Und wo ich auch, wie gesagt, diese Zeit, wo man so geguckt hat, so, okay, wer ist das? Was machen die? Krass, diese Atmosphäre. Wo kommen die her? Warum sind die so gut? So, weißt du, was passiert da musikalisch auch? Die ganzen Autotune-Sachen und so. Da könnten wir jetzt auch Stunden drüber reden, dass ihr die Ersten wart, die so richtig stilvoll das reingeholt habt. Ja. Das ist crazy, Alter. Vielleicht spulen wir ein bisschen vor, weil alles, was dann natürlich passiert ist, wie gesagt, die Leute können das nachverfolgen und so im Internet. Das sind die großen Phasen. Vielleicht ist ein einschneidende Erlebnis für dich besonders, ist dann das zweite Mal, wo du in den Knast gegangen bist. Eigentlich hast du das ganze Jahr 2017, glaube ich, hinter Gittern verbracht. Hast, wo nochmal KMN natürlich neues Level, dann kam das erste Album, KMN-Album so, Melek kam raus. Ja. Du warst hinter Gittern, du warst so gefühlt eigentlich der größte Artist, wenn man das so sagen kann, von dieser Gruppe. Gehst aber in den Knast und musst erstmal den anderen den Vortritt lassen und so. Du rappst ja auch auf dem Album, ich check meine Chartplatzierung im Teletext und so. Vielleicht erzählst du ganz kurz darüber, wie es sich angefühlt hat für dich. War es immer noch dieses gleiche Gefühl von damals, wo du gesagt hast, ey, wenn ich rauskomme, ich weiß, alles ist cool, ich habe meinen Platz, oder wird es beim zweiten Mal schwieriger, sich selbst das klar zu machen? Das war auf jeden Fall krass so, weil bei mir war das so, wir waren in der Schweiz, haben wir eine Clubshow gehabt, in der Schweiz, glaube ich, wo wir das erste Mal auch richtig Geld verdient haben, so, weißt du? Und ich habe einen Teil den Jungs gegeben und oder beziehungsweise wir haben das so aufgeteilt, dass wir einen Teil bei den Jungs lassen und den anderen Teil nehme ich mit nach Kosovo, weil ich habe einen Flug gehabt nach Kosovo direkt, um Pate Vlies zu drehen. Also, und ich hatte original noch eine Woche. So. Um reinzugehen? Genau, also mein Termin stand schon. Ja. Ich hatte noch Zeit, ein bisschen mehr als eine Woche. Also du warst quasi aus Urhaft draußen die ganze Zeit? Genau, ja. Und hattest aber Knastzeit vor dir, durftest dich aber selber irgendwann bis zu einem Termin stellen? Ja, okay. Ich habe mit meinen Anwälten und so, haben wir geredet und dann wurde hoffentlich gesagt, ja, wir kriegen das hin und so. Wir gehen in Berufung und Revision und du kommst auf eine Währung raus und so, weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich nie so richtig realisiert, dass ich einfach wieder in den Knast muss. Verstehe. Und sowieso ging alles ab so, weißt du, was ich meine? So, was wollen die mich da jetzt drin halten? So, wir zahlen Steuern, Alter, so, wir zahlen alles so. Klar wussten wir bis dato immer noch nicht, wie wir das Geld irgendwie, von wo das Geld kommt und wir hatten kein Konto und wussten auch nicht, Alter, über was das läuft und so. Aber wir haben es einfach geschafft. So, die Leute kennen uns einfach. So, ja. Und dann haben wir das Geld von der Show, bin ich nach Kosovo und musste dort ein Video drehen. Und habe das Video dann gedreht und dann bin ich zurückgekommen, hat original noch einen Tag Zeit. In diesem einen Tag kam Raf Camora. Besuchen. Ja. So, in Dresden, ne? Genau, kam uns besuchen im Studio. Da hat mir auch so ein Whisky mitgebracht, so als Geschenk. So, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Und das war genauso zu der Zeit, wo der Palmos Plastik. Krass, dass der euch auf dem Schirm hatte. Ich erinnere mich noch damals, dass er, glaube ich. Das war so einer der ersten, der auch öffentlich gesagt hat: so, ey, so, die Jungs sind krass, so, weißt du, schon so. Und, ich glaube, er hat sogar, ich weiß nicht, war das Kartell? Genau. Nein, hat der krass gefeiert. So, ja, ne? Genau, ja, genau. Und ich habe denen das auch direkt zurückgegeben, so, weißt du, was ich meine, so, ey, so, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingskünstler, so, weißt du, was ich meine, so, allein so auf dem musikalischen Weg, so, was er gemacht hat, was für einen langen Weg der auch hinter sich hatte, so, weißt du. Ja, Mann, und am nächsten Tag ging es in den Knast. So. Krass, Alter. So, an dem Abend habe ich ihn noch gesehen, wir haben noch Zigaretten geraucht, noch gelacht und so dies und das hin und her und dann habe ich gesagt, ja, Mann, ich muss morgen rein und so, und der so, oh, Alter, so, weißt du, hoffentlich kommst du schnell wieder raus.
Und dann war ich einfach mit Taschenbruder, war ich vor diesem Knast, Alter. Und dann bin ich einfach reingegangen. Und da gab es einfach gar nichts mehr. Weil die Sache ist die, wenn ich da irgendwie ein Handy hätte oder so, weißt du, was ich meine? Wenn ich da jetzt so voll gegen den Strom schwimmen würde, so, dann wäre ich einfach nicht rausgekommen. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das Risiko ist halt, du hast draußen so eine geile Sache, besser vielleicht die Füße stillhalten, als da voll das Risiko einzugehen. Und dann war ich drin und dann war ich einfach wieder in der Zelle drin, Alter. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und draußen ging es ab so und auch Leute, die im Knast waren, auch so Albaner und so, ich habe dann probiert, so ein paar Texte zu schreiben und so, weißt du, was ich meine, in der Zelle. Und dann sind die reingekommen und haben zu mir gesagt, so, ey, so, hör doch mal auf mit diesen Texten, weißt du, was ich meine? So, wenn, fang einen ordentlichen Job an und so, weißt du, guck mal, wo du gelandet bist und so. Und ich so, ja, okay, was willst du mit denen diskutieren? Willst du denen sagen, Alter, dass alles abgeht draußen? So, weißt du, was ich meine? Der sitzt seit... Da weiß ich nicht mal, wie ein Smartphone aussieht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was willst du mit denen diskutieren? Ja. Hab ich zu dem gesagt, ja, Mann, du hast recht. Scheiße, Blatt genommen, weggeschmissen. Und dann habe ich, und dann kam Pate Vliest raus. Mhm. Und dann habe ich in den Charts geguckt, so bei Teletext. War alles tatsächlich? Ja, ja, safe. Ja. Klar, kannst du gucken bei Charts, so deutsche Single-Charts. Krass. Und dann stand da drauf Pate Vliest, Alter, so. Und das war für mich, boah, krass, Alter. Ja, das einfach war aber erster Chart-Einstieg, so genau, ja. Krass. Ja. Ja, Mann. So kam das auf jeden Fall, Alter. Das ist, ja. Alles ab da ist ja so ein bisschen verfolgbar. Du hast auch mal einen Podcast gemacht zum Fast Life-Album, wo du erzählt hast, so wie diese Zeit war, wo du dann 2017 im Sommer hattest du irgendwie ein paar Tage oder, weiß ich nicht, zwei Tage frei, was genau auf diesen Splash-Auftritt gefallen ist, genau, wo du so rauskommst und dein ganzes... Deine 24 ganze, Stunden hatte ich frei. deine ganze Knastzeit eigentlich aufs Spiel setzt, um da beim Splash abzureißen. Das hat mich auch unfassbar gefickt, also, weißt du, ich meine, im Knast so. Weil die das voll übertrieben... Ab da war auch Kontaktverbot und sowas. Und ja, weil die voll übertrieben haben, Alter. Also klar, ich hab auf der Bühne gesagt, fuck the police, so, weißt du, was ich meine, aber... Alter, ja, ich meine, du bist ja ein bekanntes Gesicht, ist ja klar, dass die dann an dir das so klar machen. Einen Film gemacht, ich war so einfach in meiner Zelle und ich habe mir einfach gedacht, Alter, das sind drei Wörter, so, weißt du. Ach, es war wirklich wegen dieser Aussage so hart? Ja, oder auch hart, so, weil ich war halt... ich war auch noch nicht mal im offenen Vollzug, sondern ich war im geschlossenen Vollzug und habe von dort aus halt 24 Stunden Ausgang bekommen. Ja. Auch ein bisschen scheiße so, weißt du, so den Abteilungsleitern gegenüber und sowas, weißt du, ich meine. Das, weißt du. Die geben denen so mäßig die Chance, hey, du kannst deine Familie so, besuchen, komm hier. Ich war einfach auf der Bühne und so. Ich auf der Bühne Aber das ist, ey, das ist auch irgendwo Schicksal, dass es genau auf diesen Splash-Termin geht, diese 24 Stunden. Ja, safe, voll. Und dann war für mich so, ja, okay, aber warum machen die jetzt so einen Film? Mhm. So, weißt du, weil das ist Musik, Mann, so, weißt du, ich meine, so, die brauchst du das nicht erklären, so, das ist jetzt, Alter, jetzt so eng, musst du das jetzt nicht sehen, so, weißt du, ich meine. Und ja, Mann, dann kam das eine nach dem anderen, ich war irgendwann im offenen Vollzug und so habe ich dann Fast Life gemacht und dann die anderen Sachen, die kann man mehr oder weniger so... Also für mich hat es immer gewundert oder für mich war so bemerkenswert, dass du in diesem offenen Vollzug hast du irgendwie versucht, dieses Album hinzudribbeln und eigentlich hast du noch Knast im Kopf so die ganze Zeit, musst wieder zurück in den Knast, hast dann kurze Zeit, wo du rauskommst und so. Trotzdem das Album und die Mucke, die du in der Zeit gemacht hast, Fast Life, die hat die Leute so zum Tanzen bewegt, das war Clubmusik, das war gut gelaunte Musik so und nicht so kopfgefickte, aggressive Zellenmusik, weißt du? Wie hast du das hinbekommen? War das ein Gedanke überhaupt für dich? Dass du, hast du realisiert in der Zeit so, ey, ich bin hier voll kopfgefickt, ich mache aber eigentlich voll die positive Musik so? Oh krass, Alter, darüber hab ich gar nicht... Ja, aber am Ende des Tages war es halt von der Rhythmik her und von den Melodien her war das positive Musik, aber am Ende von den Zeilen und von dem, was er da wirklich aussagt, so, ist das... Am Ende trotzdem dieses Kopfgeficke und trotzdem dieses Ekelhafte. So, das Ding war gewesen, ich habe von Anfang an gesagt, so, als ich auch draußen war, so, wenn ich rauskomme, kommt ein Album von mir. Mhm. So, und dieses Album möchte ich zusammen mit DJ Abu machen. Mhm. Weißt du, so. Und der ist so jemand, der immer auf einem anderen Film war. So, weißt du, ich meine, jetzt nicht einen anderen Film, auf den ich keinen Bock hatte, sondern genau auf den Film, auf den ich Bock hatte. So, weißt du, weil Deutschrap war... Zu der Zeit, als wir gekommen sind, war so, weißt du, verkrampft, Bruder. Verkrampft einfach. Ja. Du hast nicht ein einziges Mal einen Song in irgendeinem Laden gehört. So. Ja, ist so. Das war eine der ersten Musik. Die Leute haben sich geschämt, so Musik zu hören. So, weißt du, was ich meine? Und als er gekommen ist, beziehungsweise als wir Kartell gemacht haben und so weiter und als wir dann Fast Life gemacht haben zusammen, der hat einfach gesagt, ey, Bro,
ihr seid schon viel weiter, so, weißt du, ich meine? Bro, komm auf diese, auf diesen Dancehall-Film, so, weißt du, was ich meine? Das, Bruder, guck mal, was hier abgeht. Dann hat er mir Künstler gezeigt, so, weißt du, was ich meine? Gali, damals schon und so. Und Sachen aus Albanien, Noisy und so. Und Sachen aus Spanien, aus England und sowas. Der kam auch immer Jamaika mit, ja, Jamaika, richtig viel Jamaika und so. Der kam immer mit den krassesten Songs, Alter, so um die Ecke, wo ich gesagt habe, ey, wir müssen das irgendwie auf Deutsch hinkriegen, so, weißt du, was ich meine? Und der ist einfach so einer der Besten, so für sein Gebiet, so, weißt du, was ich meine? Und der war direkt da, war jedes Wochenende da gewesen. Der hat jedes Wochenende, wo ich irgendwie Freigang hatte, wir haben uns ins Studio eingeschossen und haben gearbeitet. Weißt du? Wo seid ihr ins Studio gegangen? In Dresden, Alter. In dem ekelhaftesten Studio, Alter, weltweit. Platz 1. Das alte KMN-Studio in Dresden, Alter. Wirklich. Das war aber nicht mehr das Haus. Nee, das war so ein separates Studio, aber das ist einfach... Noch schlimmer als im Haus, glaube ich. Du hattest Kontaktverbot auch zu den KMN-Jungs. Ja. Kein Kontakt am Osten eben und zu mir so. Und das waren die einzigen, so, dann hat er mit mir geredet und dann musste ich das weitergeben und dann wieder zurück und dann hier und da. Und ich musste die ganze Zeit auch vermitteln, auch die ganze Zeit. Ja. Ja, das ist natürlich auch krass, Alter. Du bist so zentraler Teil von KMN, machst dein Debütalbum ohne Safe Kontakt. Das ist genau die wichtigste KMN Zeit, wo die zusammenarbeiten müssen. So. Ja. Und es war schwer auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und dann bin ich einfach wieder, ich wurde einfach wieder verhaftet. Ich wurde einfach wieder verhaftet. In meiner Albumphase. Okay. Ich war im offenen Vollzug. Ja. Und irgendein anonymer Bastard hat der Staatsanwaltschaft irgendein Foto geschickt, wo ich in der Kontaktsperre angeblich zu sehen bin mit Amar, mit dem Bruder von Nash. Mhm. Obwohl der seit 3 Jahren in Untersuchungshaft ist. Also das, physisch geht das gar nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich konnte den gar nicht da rausholen, Alter. Aus der Untersuchungshaft mit dem Foto machen und dann den wieder reinstecken da. Weißt du, was ich meine? Und dann hat die Staatsanwaltschaft natürlich, wie sehr häufig, nicht richtig nachgeforscht so. Und dann haben die den Befehl gegeben, alles klar, okay, den müssen wir wieder verhaften. Mhm. Und dann haben die mich verhaftet. Im Knast drin. Also ich war einfach... Im Knast haben sie mich einfach nochmal verhaftet. Jetzt ehrlich? Ja, ich wüsste, ich bin im offenen Vollzug. So, weißt du, das ist Knast. Okay, ja, verstehe. Weißt du, ja, du bist nicht draußen. Ja. Du bist im offenen Vollzug, das ist auch noch im Vollzug. In dem Moment warst du ja sogar drin gerade. So, also du warst drin im Knast, du warst schon mal draußen im offenen Vollzug. Ja. Also, du warst drin. Ich weiß nicht, dass ich unterwegs war oder so. Die sind, ich war einfach im Knast drin. Ich war drin da, im offenen Vollzug so. Also, in der Zelle oder wie kommen die dann zu dir? Genau, ich war in der Zelle und ich wollte gerade in den Ausgang gehen. Hatte gerade meinen Zettel in der Hand und so und hab den abgegeben, hab gesagt, so, können Sie mal eine Unterschrift draufsetzen, weil ich will jetzt endlich raus. Und wieder, statt 24 Stunden Ausgang. Und ich hatte gerade so einen Spotify-Termin gehabt, weißt du, was ich meine? Ich wollte zu einem Spotify-Termin gehen. Voll motiviert, wow, erster Spotify-Termin und so, richtig geil, Alter, und ich kann sowieso jetzt raus. Er nimmt diesen Zettel in die Hand, guckt so einmal mich an, auf einmal, ich höre nur noch so, hinter mir gehen die Türen zu, einfach bewaffnete Bullen, Alter. Nehme ich einfach im Knast. Im Knast. Nimm mich fest. Sag, komm, wir gehen in den geschlossenen Vollzug. Okay, Bruder, was willst du machen? Das ist einfach so. Aber mich festnehmen, Alter, so voll da, kein, Alter. Was ist das für ein Film, Alter? Ja, sie müssen wieder in den geschlossenen Vollzug. Sie haben gegen Regeln verstoßen und so. Die sind das hin und her. So wieder im Knast. Oh mein Gott, Alter. Was soll ich meine Mutter jetzt schon wieder sagen? Weißt du? Ja, ist schon wieder Drama pur. Aber ich habe so eine lustige Psyche. Ich habe immer, wenn ich irgendwie gestresst bin oder so, ich will einfach nur schlafen so. Also, ich will einfach nur pennen. Ja. So, weißt du, was ich meine? So was essen kurz und dann will ich pennen. Und das wollte ich halt auch dort machen. Ich habe halt von draußen hatte ich so eine 10er-Box Marlboro gehabt. Habe ich in meiner Zelle genommen. Ich hatte ein Feuerzeug gehabt, das habe ich in meine Tasche reingesteckt. Dann habe ich den Fernseher vom offenen Vollzug genommen und habe die Fernbedienung genommen. Die habe ich mir in die Hosentasche gesteckt und das Kabel zu dem Fernseher, dieses Fernsehkabel, habe ich in die Tasche gesteckt. So. Und dann gehst du mit dieser Tasche und mit diesem Fernseher und den Zigaretten gehst du wieder in den geschlossenen Vollzug und dann musst du deine Tasche abgeben, weil die Sachen von draußen, die kannst du nicht wieder in den geschlossenen Vollzug mitnehmen. Ja. Habe ich das abgegeben. Die haben gesagt, alles klar, okay, die nehmen wir. Mich kontrolliert, ich musste meine Sachen ausziehen, den Haftsachen nehmen und dann hatte ich meinen Fernseher und das Kabelfernseher hatte ich in der Tasche drin und habe ich gesagt, okay, alles klar, ich will jetzt in die Zelle gehen. So, ne? Ich also nicht brauchbar, diese Fernseher. Ja, also ich brauche einfach mein Fernsehkabel, brauche ich. Ne? Meine Tasche war original vor mir, die war vor mir. Habe ich gesagt, ich nehme jetzt das Kabel, sie sagt ja, nee, hey, stopp. Ich so, was denn los? Der so, ja, da müssen Sie einen Antrag stellen. Ich so, ja, klar. Ich habe einen Fernseher, ich habe einen
Fernbedienung. Alter, und mein Kabel ist einfach, ich brauche nur so machen. Dann habe ich einfach mein Kabel. Hat gesagt, nein, kannst du morgen einen Antrag stellen, dann dauert das 3-4 Tage, 5 Tage, bis es bearbeitet wird und dann kriegst du dein Kabel. So. Ich so, willst du mich verarschen? Meinst du das gerade ernst? Ich komme gerade vom offenen Vollzug, Alter. So, weißt du, das ist schon ein Film für sich, dass ich wieder am Geschlossenen bin. So. Aber was ist denn das bitte? Ja, so sind die Vorschriften und fertig. Ich so, alles klar, okay. Ich guck so, ich habe meine Zigaretten, meine Boxen, ne? Und mein Feuerzeug habe ich auch in der Tasche drin. Ich so, ja, scheiß drauf, Alter. Ich nehme wenigstens mein Feuer. Ich muss wenigstens rauchen, Alter. Ich muss meine Zigaretten rauchen. Ich so, ey, ich nehme kurz mein Feuer raus, ne? Dass du Bescheid weißt. Ey, stopp. Antrag stellen. Morgen kriegst du einen Antrag, wenn Aufschluss ist, grüß, gehst du raus, kommst hier vorne bei der Info und dann holst du dir deinen Antragszettel und dann schreibst du einen Antrag, dass du das beantragst. Und ich war einfach in der Zelle drin, ich hatte Zigaretten en masse, aber ich hatte einfach kein Feuer. Ich konnte einfach nicht rauchen. Ich hatte einen Fernseher mit einer Fernbedienung, aber ich hatte einfach kein Kabel. Ich konnte einfach keinen Fernseher gucken. Ja, ja. Und ich kam vom offenen Vollzug und ich hatte eigentlich einen Spotify-Termin. Und es ging um meine Rap-Karriere und ich war einfach wieder drin im Knast und es war alles gefickt. Ja. Was mache ich, Bruder? Ich gehe schlafen. Ich lege mich hin, ich mache meine Augen zu, ich penne ein, ich stehe auf. Und ich denke mir, Alter, ich muss jetzt eine rauchen. Ich drehe einfach durch, ich muss einfach eine rauchen. Ich schlage gegen die Wand, weil ich war Einzelzelle. Ey, was ist los, was wächst mich auf? Gib mal kurz dein Feuerzeug, hab ich zu dem gesagt. Ich gebe dir das später wieder. Der macht Faden dran, zzt, wupp, wirft er mir dieses Feuerzeug in meine Zelle rüber, also so an Faden. Ich nehme diesen Faden. Ich nehme dieses Feuerzeug, Bruder, ich habe dieses Fenster zugemacht. Fick deine Mutter, ich werde dir nie wieder in deinem Leben dein Feuerzeug geben, Alter. Ich fick alles jetzt so, fressen oder gefressen werden, Alter. Ich fick mein Leben. Ich habe schon alles überlegt, wie soll ich 2 Steine zusammen machen, Alter, damit ich irgendwie Feuer hinkriege. Weil ich habe einfach eine 10er-Packung Schachtel Marlboro, Alter. Und ja, Mann, der war auf jeden Fall abgefuckt am nächsten Tag dann. Ja, Mann. Crazy, Alter, es ist so viel passiert. Ihr seid hier, habt das Album zusammen gemacht, Alter. Wenn ihr so zurückdenkt, vielleicht beide von euch so, was waren so die schönsten Momente vielleicht? Weil wir haben über so viel Kopfschmerz gerade gesprochen. Ja, also, das ist das, was euch die ganze Zeit begleitet hat. Aber es waren natürlich unglaublich schöne Momente bestimmt auch dabei für euch. Was waren so die Schlüsselmomente, wo ihr beide jetzt über diese ganze KMN-Story, über euren ganzen, die ganzen letzten Jahre nachdenkt, wo ihr sagt, ey, das kommt mir direkt in den Kopf, das war ein mega geiler Moment so. Die schönsten Momente waren auf jeden Fall die Anfangszeit. So, wo das Ganze angefangen hat, so hochzugehen und so. Da hat man gemerkt, oh mein Gott, es läuft langsam, es geht jetzt langsam los. Und da gibt es auf jeden Fall einige Stories, vor allem die, wo du rausgekommen bist aus dem Knast und wir direkt dann 2 Shows hatten auch und so. Ja, ja. Das war auch richtig krass. Der kommt aus dem Knast raus, ist gerade ersten Tag aus dem Knast raus. Wir gehen direkt in die Schweiz, glaube ich, oder so, haben direkt eine Show gespielt. Österreich auch eine Show gespielt, direkt wieder auf der Bühne gewesen, auf einmal so vor Tausenden von Menschen, die ganze Zeit auf ihn gewartet haben, weißt du? Und das war auf jeden Fall Flash des Grounds für mich auf jeden Fall. Ja, ja, und gerade auch zu dem Album zu sehen. So, so. Ich meine, ich glaube, das schönste Ding war, glaube ich, das Lächeln unserer Mutter. So, weißt du, ich meine, so am Ende. Irgendwie so ganz am Ende der Reise kam so ein Ziel. Ja. Weißt du, ich meine, dass die einfach ihre 2 Söhne sieht. Am Ende des Tages vor allem, wir waren auf den Shows zum Beispiel und wir haben da Geld mitgenommen und wir sind nach Hause gekommen und haben gesagt, ey, hier Mama, für dich so, das ist das Geld für dich so, ne? Und die hat uns erstmal angeguckt und gesagt, weil der kam gerade aus dem Knast raus, so, ne? Und die hat direkt gesagt so, ey, ist das wieder Drogengeld oder ich will damit nichts zu tun haben. Die hat direkt gar keinen Bock mehr gehabt so, bis wir der das erklärt haben, dass es wirklich von der Musik ist und so. Ich glaube, die schönsten Momente waren wirklich jetzt bei diesem Album mit meinem Bruder, als meine Mutter so, das ist einfach glücklich, weißt du? Ja. Also, und jetzt hast du deinen Bruder mitgenommen, endlich. Ja, Mann. Ja, Mann. Gott sei Dank. Und ja, was soll ich dir sagen, Alter? Also, wir haben nie irgendwie großartig, so das, was ich noch sagen wollte, wir haben nie irgendwie großartig, egal ob das irgendein Beef war oder irgendwelche Leute irgendwie uns probiert haben, ans Bein zu pissen oder sowas. Ja. Weißt du, wir haben nie irgendetwas nach außen getragen, weißt du? Und es war für uns übertrieben schwierig, so anfangs den Film zu verstehen, dass wir von der Straße sind, weißt du, was ich meine? Und wir sind, wer wir sind. Weil wir das waren, was wir waren und was wir gemacht haben. So. Und wir waren das gewohnt, dass wenn irgendjemand redet, wir da hinfahren und, weißt du, was ich meine? Und die Sache erledigen, ob positiv oder negativ. So waren wir es gewohnt auf der Straße. Und dann haben wir erstmal diesen kompletten Film in diesem Plastik
in dieser Plastikwelt, in dieser Plastik-Street-Welt, so, weißt du, was ich meine? Das hat lange gedauert, bis wir das verstehen, so, weißt du, was ich meine? Weil es ist ein schmaler Grat zwischen einfach wieder komplett in den Knast gehen oder du bist weiterhin draußen. Ja, das ist das Ding. Ich meine, ihr standet, in der, also diese neue Generation, wenn ich mir das anschaue, so, ich bin sehr froh drum, weil alle versuchen, mit Musik zu punkten, alle versuchen, ihre Streams hochzujagen, alle versuchen, fleißig Musik zu machen. Die neuen Jungs, so, die halten sich eigentlich weitestgehend von Stress untereinander fern. Ja. Und wenn was ist, dann kriegt man es so mit, so hinter den Kulissen wird dann was geklärt und dann ist das schnell wieder erledigt. So. Und ihr wart die Ersten eigentlich, die wirklich hart im Street-Rap trotzdem gesagt haben, ey, oder nicht mal was gesagt haben, sondern ihr seid einfach Beef immer so aus dem Weg gegangen. Man hat nie irgendwie eine Headline gelesen, dass ihr irgendwas gemacht habt. Aber das ist natürlich krass zu überlegen, weil mit der ganzen Straßengeschichte, die ihr habt, habt ihr euch, war das etwas, was ihr euch festgesetzt habt? Oder wie schnell habt ihr realisiert so, oder euch gesagt so, ey, wir reagieren einfach auf nichts, sondern wir bleiben cool so. Ist auch schwierig. Ja, ja, guck mal, die Sache ist die, es ging gar nicht darum, dass wir nicht reagieren. So. Das war sowieso für uns klar von Anfang an, weil warum sollen wir irgendjemandem die Plattform geben? Alter, wir sind gerade von da weg. Aber geil. Also wir sind nicht von da weg, weil wir waren einfach immer noch da so auf der Straße, aber wir haben gerade eine Zukunft vor uns und wir haben gerade eine Sache vor uns, wo wir über mehrere Generationen unsere Familien absichern können. So. Ja, aber das zu realisieren in dem Moment. Ja, also viele Rapper haben einfach gesagt, komm, ich nehme das Danken dran. Richtig, 100%. Aber das Gute an unserem Freundeskreis war einfach, dass jeder von meinen Freunden, ne, ob das ein Nash ist, ob es ein Suna ist, ob das ein Amar ist, sein Bruder, wir sind alles gebildete Leute, so, weißt du, was ich meine? Also, die sind alle, die haben alle sogar angefangen zu studieren und so, weißt du, was ich meine? Wir haben alle Krips in der Birne, so, weißt du, was ich meine? Wir können eins und eins zusammenrechnen. Wir haben dieses ganze Ding auch von Anfang an als Business gesehen, so, weißt du, was ich meine? Und dazu muss ich auch sagen, dass in großen Teil auch Nash dazu beigetragen hat, so wie wir mit vielen Sachen auch umgehen und so, weißt du, was ich meine? Weil wir halt auch durch seinen Bruder und wir hatten immer unsere eigenen Köpfe und wir wollten unsere eigenen Knöpfe durchsetzen, so, aber es geht nicht nur um seinen eigenen Kopf, so, sondern es geht, hier sind mehrere Leute, wo auch mehrere Familien da sind. Und diese Sache musst du einfach schlau lösen, weißt du, Spenne? Und es ist nie so gewesen, dass wir gar nicht darauf reagiert haben. Wir haben halt uns selber gesagt, hey, weißt du was, guck mal, wir gehen Stress aus dem Weg, ne? So lange, bis es also auf unsere, in unserem zu unserer Haustür kommt. So, da kannst du stressig aus dem Weg gehen. Also, du kannst überall irgendwie mit Krips in der Birne, ohne den Leuten Gesicht zu geben, ohne den Leuten Angriffsfläche zu geben, kriegst du das hin. Ich würde noch nicht mal sagen, dass du das aus dem Weg gehst, sondern dass du einfach für deine Familie und für deinen Weg richtig denkst, kriegst du das hin, aber nicht, wenn es vor deiner Haustür kommt. Ja. So. Und die Sache ist, das Problem der ganzen Leute waren, die waren das nicht gewohnt. Weißt du, was ich meine? Jeder Rapper irgendwie zu 90% und vielleicht sogar über 90% hat in Deutschland irgendjemanden, der hinter sich steht. So, weißt du, was ich meine? Irgendjemanden, an den die irgendetwas bezahlen. So. Und wir haben von Anfang an gesagt, Alter, ey, wenn das einmal bei uns passiert, so, dann entweder hören wir komplett auf mit dieser ganzen Geschichte. Mhm. So, oder wir gehen für diese Sache rein. So, weißt du, was ich meine? Weil für was soll ich irgendjemanden, Alter, der nicht einmal geschwitzt hat, was davon abgeben? So, weißt du, was ich meine? So Schutzgeld, Schritt von Schutzgeld, so, weißt du? Ja. Warum sollten wir das machen? So, und das war der Film, den diese Leute auch nie verstanden haben, so, weißt du, was ich meine? So, dass wir uns das einfach niemals im Leben nicht nur nicht gefallen lassen, sondern wir lassen diese Sache auch nicht stehen, sondern wir klären diese Sache. Früher oder später werden wir diese Sache klären. Bruder, wir sind Albaner. Weißt du, so ganz am Ende des Tages ist es einfach so, weißt du, was viele bis heute nicht verstehen. So. Wir sind Albaner, Bruder. So. Und wir klären jede einzelne Sache, die offen ist. Wir werden niemals im Leben, wird es den Zeitpunkt geben, wo wir sagen, hey, okay, das ist eine Sache gegen uns passiert und wir lassen diese Sache stehen. Diese Sache wird nicht passieren. Früher oder später werden wir alle Sachen werden wir zumachen. Und das ist Gott sei Dank weniger der Fall geworden, so, weißt du, was ich meine? Wir wollen von niemandem irgendetwas, wir wollen niemanden irgendwie was haben wegnehmen. Haben wir noch nie gewollt. Niemals. Ich schwöre dir bei meiner Mutter, wir haben von denen, egal wer irgendwie probiert hat, uns zu schaden, wir kannten diese Leute nicht mal. Wir wollten von niemandem irgendetwas, Bruder. Wir wollten denen niemals was wegnehmen, niemals irgendwie irgendwo was. Aber wir wurden ans Bein gepisst. So. Und kommt der Zeitpunkt, wo wir ans Bein gepisst werden, so, dann werden wir trotzdem weiterhin nichts sagen. Weißt du, was ich meine?
Also das wird ganz normal weitergehen. So. Und früher oder später werden diese Sachen geklärt. Und deswegen ist auch alles gut, so wie es ist, weißt du, was ich meine? Man braucht nichts in der Öffentlichkeit tragen. Alter, wir sind Männer, weißt du, was ich meine? Also wir haben Familien zu Hause. Wir haben das am Ende des Tages nie gelernt. So, also noch nie konnten wir damit irgendwas anfangen. Irgendwie. Ich kann doch nicht, Alter, irgendeine Sache nach außen tragen. Alter, morgen, übermorgen, Freunde, Schwestern von meiner Mutter sehen diese Sachen und reden darüber, weißt du, was ich meine? Guck mal, was dein Sohn und was hat er da gesagt? Und was hat... ja. Junge, Alter, wir sind auf diese Welt gekommen, Alter, um auf genau diese Person zu achten und auf diese Person zu schützen und dafür zu sorgen, dass es diesen Personen gut geht und die keine bösen oder schlechten Gedanken haben. Egal, ob die wissen, ob wir, was wir im Kopf haben und was für einen Sturkopf wir haben und wie gefährlich wir sein können, wenn wir wollen, vollkommen egal. So, das ist eine Sache, hier geht es darum, dass uns Gott eine Sache gegeben hat. Und diese Sache müssen wir dankbar annehmen, weißt du, was ich meine? Und hier geht es auch gar nicht darum, in jeder Insta-Story zu zeigen, ey, wir haben das jetzt, wir haben das gekauft oder wir haben das jetzt geholt oder wir haben das. Bruder, so, nutz diese Zeit aus, die du hast, damit du für deine nächsten Generationen, die Kinder deiner Kinder, wissen, okay, alles klar, das war mein Opa, so, weißt du, was ich meine? Und dank denen haben wir das, was wir heute haben. Weil du hast jetzt die einzige Möglichkeit, um das zu schaffen, so, was vielleicht deine Eltern nicht geschafft haben, was vielleicht die Eltern deiner Eltern nicht geschafft haben, aber dir wurde das gegeben und du hast die Möglichkeit, das zu schaffen. Und dafür lassen wir uns auch nicht ans Bein pissen. Das lassen wir uns von niemandem nehmen. Niemanden. Gott ist der Einzige, der uns das nehmen kann. Ansonsten kann uns das niemand nehmen. Wenn Gott das bestimmt, dann hat er das bestimmt, dann müssen wir das auch dankbar annehmen. So. Aber doch nicht von irgendjemandem, den, wo man nicht mal weiß. Weißt du? So. Und egal, wie sicher sich die Leute fühlen, egal, wie viele Leute diese Menschen kennen oder sonst irgendetwas, wir sind nichtsdestotrotz, egal, ob wir mega erfolgreich waren oder mega oder Erfolg immer noch haben oder wir zu sehen sind, dass es bei uns läuft oder sonst irgendetwas, sind wir trotzdem so vernetzt mit der Unterwelt, so, weißt du, ich meine. Und das ist auch alles okay. Das ist auch irgendwie so ein Ding, was man nicht mehr aus uns rauskriegt, glaube ich. Weißt du, das ist auch alles okay. Das ist auch alles okay. Man soll einfach nur leben und leben lassen. Weißt du, was ich meine? Leben und leben lassen. Wir wollen nichts. Wollt nichts von uns einfach. Weißt du, was ich meine? So. Und das ist eben die Sache, Bruder. Ja, krasses Schlusswort, Alter. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, das war ein übertrieben interessanter Einblick für die Leute, die sich immer gefragt haben, was alles dahinter steht in der Story, Alter. KMN, ein Beweis dafür, dass geile Musik, gute Musik auch alleine reicht, Alter, für diesen riesen Erfolg die letzten Jahre. Freut mich übertrieben. Vielen Dank für die Musik, vielen Dank für das Album. Vielen Dank, Alter. Vielen Dank an euch für eure Zeit. Vielen Dank an die Fans. Ihr seid die Krassesten. Vielen Dank an jeden, der uns unterstützt. Ohne euch wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und was soll ich euch sagen, Alter? KMN ist die Gang. Ja, Mann.